So, wir sind heute wieder um an diesem Community-Event. Ich habe noch gar kein Flugzeug ausgewählt. Bin noch am Überlegen. Und das hier wird es natürlich nicht, obwohl es auch mal witzig wäre. 120 Knoten sollte das schaffen. Vielleicht nehme ich die Vertigo wieder. Die Aero 3 ist mir zu langsam. Komm, ich nehme die Turbo Aero. Genau. Die Lackierung. So. Moment, eigentlich, der schwätzt noch eine Weile, von dem her gesehen, passiert es nicht so. So. Brüssel startet, ja, das ist so schlechte Qualität. Also, Qualität ist nicht, nicht ohne, aber das ruckelt so. Das ist bekannt dafür, der Flughafen, dass es da ziemlich, ziemlich ruckelig sein soll. Da taumelt sich alle, also starte ich mal von hier. Und weiter live, weiter, gucken wir mal, wie es ist. Man kann immer noch ein Preset rein tun. Live Zeit. Ja, kann ich nachher noch mal. Ich glaube, ich starte dann in der Dingerei in der Morgen. Und jetzt startet man den Flug. Und dann, die wird sich demnächst zu Wort melden. Sein Team hat ja schon angefangen. Da bin ich gespannt, was es heute gibt. Was für ein Gerugel. So, Leute. Geht's gleich los? Ja, Andi meldet sich, Andi meldet sich. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ja, ich hab Bock. So. Ich hoffe, dass es passt mit der Lautstärke. So, dann schalten wir mal um in den Microsoft Flight Simulator. Und damit hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Morgen an einem Sonntag um 11 Uhr geht's los. Und zwar sind wir zurück in Europa nach unserer Antentour, ne? Einmal von Brüssel nach Den Haag mit einem kleinen Zwischenstopp. Ich möchte heute pünktlich starten, denn zum Zwischenstopp gibt's sicherlich wieder Schweinshaxen und so weiter. Ihr wisst Bescheid, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich. Es gibt einiges zu berichten. Ja, so viel ist es eigentlich gar nicht, aber ich habe ein bisschen mich mit den News beschäftigt, die so, ja, zwischen den beiden Events, das letzte ist ja 14 Tage her, gedroppt sind. Zum einen gab es zwei Development-Updates, da gibt es natürlich ein bisschen was darüber zu erzählen. Und dann habe ich so allgemein die News mal ein bisschen so durchforstet und da ist mir auch ein Thema aufgefallen, auf das ich einmal näher eingehen möchte, so zwischen den Landungen, sage ich jetzt mal, ne? Ihr kennt das, der Newsblock ist natürlich wieder mit eingebaut. Ich weiß noch nicht, ich lasse den heute einfach mal ganz entspannt mit einflechten, denn wir fliegen heute sehr übers flache Land, ne? Also mit großartigen Bergen und so weiter, wie wir es jetzt aus der Andentour kennen, ist heute natürlich nichts am Start. Aber das macht das Ganze natürlich etwas entspannter. Wir werden heute in relativ geringen Höhen unterwegs sein, so maximal bis 1000 Fuß. Kann natürlich jeder wieder machen, wie er möchte. Aber das Gelände lässt es zu, sagen wir mal so, heute auch wirklich einen Blick auf die Dinge zu werfen, denn wir werden einmal natürlich im Rahmen des letzten City-Updates uns Brüssel ein bisschen angucken. Wir fliegen erstmal runter so Richtung Waterloo und werden dann einen Bogen fliegen zurück nach Brüssel, um dort die Points of Interest einmal zu erkunden, zu überfliegen oder zu durchfliegen, so wie ich es am Discord entnommen habe, denn der ein oder andere hat das Atomium im Blick und möchte da Stunts hinlegen. Ich bin gespannt, wahrscheinlich kreisen wir über dem Atomium dann einfach mal ein, zwei Runden und dann werden wir gucken, was da die Kollegen, Herren, Damen, Pilotinnen, Piloten so anstellen werden mit dem Atomium und wer sich
sich daran verewigt. Wir werden es sehen. Ja, wie gesagt, ein paar News dann dazu und dann werden wir zwischenlanden. Ich gehe die Flugroute natürlich gleich kurz mit euch durch. Ich werde mit der Sting S4, ein kostenpflichtiger Zusatzinhalt am Marktplatz, werde ich heute unterwegs sein. Die kennt der ein oder andere sicherlich auch schon aus einem Vorstellungsvideo von meinem Kanal, beziehungsweise ich bin auch mit der Maschine schon im ein oder anderen Community-Event unterwegs gewesen. Und ich glaube, ich habe den Chat schon entnommen. Irgendwer ist auch noch damit unterwegs. Schreibt es gerne mal rein. Ich schaue natürlich auch gleich zu euch rein, was so bei euch abgeht. Ich hoffe, es geht euch gut. So, und dann haben wir noch einen Steam Key zu verteilen heute. Denn der liebe DK, vielen Dank an dieser Stelle. Dafür hat wieder einen Steam Key bereitgestellt. Um was für ein Spiel? Natürlich für den PC daneben. Ne? Es handelt sich um einen Steam Key. Um was für ein Spiel? Es ist ja ein Stück weit eine Simulation tatsächlich, habe ich vorhin der Beschreibung entnommen von diesem Game. Um was es da genau geht, dazu später natürlich mehr. Jeder, der hier mit dabei ist und den Chat verfolgt, hat am Ende des Livestreams die Chance, diesen Steam-Key abzugreifen, den ich dann einfach in den Chat schmeißen werde. Und der es am schnellsten einlöst, die Sache, der kann sich dann über das Game freuen. Ich bin gespannt, wer diesmal Rückmeldung gibt und Spaß damit haben kann. So, pass auf, dann schauen wir doch gleich mal auf die Flugroute. Da gehen wir ganz kurz drauf ein. Wir starten heute in Brüssel von der 19. Vielen Dank an den Dauerregen, der mir eine... Oh, was ist denn hier los? Oh mein Gott, natürlich haben wir hier auch noch anderen Verkehr als nur den unsrigen. Also da ist wahrscheinlich einiges los. Der mir den Hinweis gegeben hat, da war zu Beginn in der Videobeschreibung bzw. im Flugplan eine falsche Abflugstartbahn drinnen und ich glaube, es war die 5. Es ist aber natürlich die 19. Das habe ich mittlerweile abgeändert, relativ schnell. Danke für den Hinweis. Sowas unterstützt natürlich auch immer. Ist mir im Zuge der Ausarbeitung scheinbar durchgerutscht. Aber wir starten hier von der 19 und ich sehe schon, da ist schon ganz schön was los. Und den größten Pulk hier bieten, haben glaube ich wir hier am Start. Ne? Also unabhängig davon, was hier sonst noch so unterwegs ist. Ich bin mal gespannt, ob wir da gleich sauber wegkommen oder ob es irgendwie Performance-Einbußen gibt. Ist natürlich ein riesen Flughafen, ist klar. Aber wir wollen ja nicht immer nur von den kleinen Schnucklichen wegstarten und landen, sondern auch mal etwas Größeres hier bereisen. Und da geht es heute in Brüssel los. Wie gesagt, von der Startbahn Nummer 19. Dann fliegen wir hier runter, das ist der angesprochene Bogen. Hier einmal zu Barabbas, was? nein. Wir fliegen hier einmal zum Panorama of the Battle of Waterloo, heißt es hier. Da ist ein Hügel, ein entsprechendes Denkmal, das umfliegen wir hier und auf Höhe dieses Punktes geht es dann einmal im Bogen zurück über diesen Wegpunkt nach Brüssel und dort werden wir uns dann den Justizpalast anschauen. Wir werden die Basilika überfliegen und hier ist dann besagtes Atomium und hier ist also mit Stunts zu rechnen, ja, und mit, ich weiß nicht mit was noch. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt, was ihr vorbereitet habt. Ich werde natürlich ganz dezent kreisen und das Ganze im Blick behalten, ist doch klar. Und dann geht es hier weiter Richtung Norden hoch und zwar werden wir hier Antwerpen einmal streifen. Auch dort gibt es ein paar Points of Interest. Ihr habt ja mitbekommen, das letzte City Update hat einmal Brüssel umfasst. Und auch die Zielstadt quasi. Wir werden neben neben Den Haag heute landen. Und auch Den Haag ist ja Teil des City-Updates eben gewesen. Aber zuvor werden wir hier einmal landen. Und zwar am Militärflugplatz Wünstrecht. EHWO. Da werden wir runterkommen auf der 7 und von der 7 aus auch weg wieder starten. Und Essen gibt's dann schon da, ne? Also ja, dann geht's hier weiter, einmal Richtung Norden. Wir streifen hier ein bisschen die entsprechenden Flüsse und so weiter und werden hier dann Richtung Nordsee rausfliegen und hier einen letzten Point of Interest einmal streifen. Das Maasvlakte Leid. Ja, wir werden sehen, was das ist. Und dann werden wir hier landen und zwar werden wir hier runterkommen auf der 05 in dem Fall. Und werden uns abschließend sammeln dann am Vorfeld Nummer 1. Aber ihr seht dann schon, wo wir da in etwa runterkommen werden. Und wie gesagt, hier Den Haag. Ne? Also dieser ganze Bereich hier wurde auch entsprechend im City-Update nochmal erfasst und verbessert. Ja, also auch das werden wir uns natürlich einmal mehr angucken. So, und dann werden wir ganz entspannt hier so eine gute Stunde. 35 wird hier angegeben. Ich denke mal, so in 1,5 Stunden sowas werden wir da sein. Es ist mit böigem Wind zu rechnen. Und damit komme ich eigentlich auch schon
schon zu den Wettereinstellungen. Ich werde heute mit dem Wetterpreset wenige Wolken fliegen. Ich bin mit einem Leichtflugzeug unterwegs und ja, es ist mit starken Böen auf jeden Fall zu rechnen, dann spätestens, wenn wir Richtung Nordsee rausfliegen hier, ja, und so in diesen Bereich hier reinkommen. Insofern kann natürlich jeder einstellen, wie er möchte. Ich werde heute mit dem Preset wenige Wolken fliegen. Und dann fangen wir doch einfach mal hier mit den Einstellungen an. Ich gehe mal hier in die Flugbedingungen rein. Und zwar, wenn wir schon beim Wetter sind, ne? Uhrzeitmäßig werde ich heute 8.45 Uhr einstellen. Das bietet wieder einen ganz schönen Sonnenaufgang, habe ich so mitbekommen. Oh, Punktlandung hier, 8.45 Uhr. Naja, übernimmt das sowieso nicht, weil wir gleich nochmal einstellen müssen an der Startbahn. Ansonsten stellt ihr hier bitte, wenn ihr denn die anderen Mitspielenden, Mitfliegenden sehen wollt, einmal bitte alle Spieler ein. Das ist ganz wichtig, damit ihr alle Spieler seht. Also nicht hier, ne, jeweils die anderen, sondern wirklich auf alle Spieler gehen. Den Flugverkehr könnt ihr einstellen nach Belieben. Wenn natürlich jetzt in Brüssel oder allgemein in diesem Luftraum sehr viel los ist und ihr Performance-Bedenken habt, dann könnt ihr den Flugverkehr natürlich auch ausschalten. Das hilft vielleicht in dem Fall dann ein bisschen. Und Wetter, wie gesagt, auch nach Belieben. Ich gehe hier auf Standard, um hier einmal auf wenige Wolken zu bleiben in dem Fall. 8.45 Uhr, so viel zu den Flugbedingungen. Was ihr auch einstellen müsst, wenn ihr alle anderen Mitfliegenden sehen wollt, ist einmal der richtige Server. Und zwar ist das in dem Fall, in unserem Fall, der Europa Westen. Da werden wir heute unterwegs sein. Einmal Server-Einstellung Europa Westen und natürlich hier auch auf Online gehen. Ne? Ist auch nicht ganz schlecht, das entsprechend einzustellen. So, Fluggerät. Ich habe es gerade schon erwähnt. Die Ultralight, die Sting S4, ein sehr schönes, angenehm zu fliegendes Flugzeug, wie ich finde. Man ist mit angenehmen ja, Geschwindigkeiten auch unterwegs, um was mitzubekommen von der schönen Landschaft und so weiter. Insofern ist das eigentlich genau mein Ding. Lackierung habe ich hier das fesche Blau genommen. Blue Wave heißt es ja auch noch, siehst du mal. So, da gibt es natürlich auch noch andere dazu, aber wie gesagt, das haben wir alles schon mal ja, näher gezeigt, beziehungsweise wer sich es angucken möchte, der kann natürlich auch entsprechend das Video hier auf meinem Kanal dazu sich einmal irgendwann reinziehen zu einem späteren Zeitpunkt. So, so viel zum Fluggerät. Ich glaube, das war es dann soweit, ne? Seid ihr alle da? Ich glaube schon, ne? Das sieht gut aus. Ich gucke natürlich gleich rein zu euch in den Chat, nachdem ich bei mir am Startplatz gleich die eine oder andere Einstellung noch vorgenommen habe. Enzi, Dankeschön für 100 Volleys. Vielen Dank. So, pass auf. Dann würde ich hier jetzt nämlich schon mal auf Losfliegen gehen. Und dann sehen wir uns gleich auf der Startbahn, denn auch dort müssen wir das Ganze noch ein bisschen laden lassen, ne? Damit wir hier dann performance-technisch hoffentlich kein Problem bekommen und sauber vom Fleck kommen. So, ich spitze hier schon immer wieder mal. Der Martin schreibt schon Go, Go. Ja, gleich geht's los. Gleich geht's los. Ich gucke gleich rein zu euch, wer alles hier mit dabei ist. Ich habe schon gesehen, der eine oder andere ist heute zum ersten Mal mit dabei. Das finde ich mega gut. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich. Dann haben wir zwei gute Stunden hier. Ich denke mal so bis 13 Uhr, 13.30 Uhr sowas. Ne? Dauert es am Sonntag normalerweise immer. Und dann werden wir hier gut durchkommen. Und einfach eine gute Zeit hier über Belgien und Holland haben. Die Niederlanden natürlich, ne? So, er lädt. Er lädt irgendwie so lang heute, kann das sein? Was ist da los? Naja, wir warten ab. Oh ja, was ist da los? Es dauert schon sehr lang, ne? Jetzt habe ich schon ein bisschen Angst hier, was die Performance angeht. Die Uhrzeit stimmt auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Ich gehe mal direkt ins Cockpit. Da müssen wir nachstellen. Wo ist denn mein Cursor? Hier ist er. So, und jetzt lädt er hier die Maschinen nach und nach auf den Platz. Und ich stelle hier mal die Zeit ein bisschen nach. Ich wusste es doch. Mal gucken. Habe ich nochmal eine Punktlandung? Wo könnte 8.45 circa sein? In etwa hier. Nee. Einmal nach. So, 9 Uhr. Oh, das war zu viel. 8.45 Uhr möchte ich gerne. Sachte, sachte. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ah, muss ich doch hier... Boah, er lässt sich wirklich Zeit, ne? Boah, ich hoffe, wir kommen hier vom Fleck. Also in all meinen Testflügen war das natürlich kein Problem. Da war ich aber auch hier, also nicht als Gruppe gestanden, sondern natürlich alleine weggestartet. So, 8.45 Uhr, das haben wir schon mal. Hoffentlich wird das jetzt hier nicht zur Dia-Show.
Wo stehe ich denn hier? Ich stehe doch hier falsch, oder? Ich muss doch in die Richtung hier weg. Ich muss doch in die Richtung hier weg. Was ist denn hier los? Moment. Ich stehe doch hier am falschen Platz. Da seid ihr doch alle. Pass mal auf, ich muss mal hier die Namensschilder auch aktivieren, ne? Boah, okay. Ich komme zu euch. Moment. Ich gebe gleich schon mal ein bisschen Schub. Aber jetzt machen wir erstmal ganz kurz die Einstellungen. Und zwar, also, Wetter, Zeit habe ich eingestellt. Tablet habe ich gecheckt. Noch nicht, aber das müssen wir jetzt in dem Fall auch nicht. Genau, den... Das hier Autopilot stellen wir mal ganz kurz ein. Ich stelle mal hier einfach 1000 Fuß ein, ne? Dann sehen wir hier ein bisschen was. Und dann machen wir den hier an und den hier an und hier noch an. Steigrate machen wir mal 400. So, dann brauchen wir da nur noch einmal draufdrücken. Was habe ich mir hier noch? Achso, Trimmung plus 3%. Die ist jetzt auf 5. Naja gut, dann stellen wir halt mal runter. Wenn ich mir das notiert habe, dann wird das schon stimmen. So, das war das. Und Moment, die Sitzheizung habe ich auch immer noch an. Ne? Es ist immer noch frisch draußen. So. Okay, mehr ist es jetzt glaube ich erstmal nicht. Ja, alles voreingestellt jetzt in meinem Fall. Das passt. Okay, dann muss ich mal rüberrollen zu euch, ne? Bevor ich jetzt gleich reingucke. Denn ich stehe hier definitiv falsch, wenn ich von hier jetzt aus gerade wegfliege. Mal hier vortuckern. Ja, die Startbahn ist ewig lang, also das sollte... für keinen irgendein Problem darstellen im Normalfall. So, guten Morgen. Ich komme einfach mal rüber zu euch. Guten Morgen, hallo, wie geht's? Alles gut bei euch? Sieht gut aus. Jede Menge Flugzeuge, teilweise sogar schon schwebend. Kann natürlich auch sein, jetzt durch irgendein Preset, was man drin hat, also durch irgendeinen Zusatzcontent, was Brüssel angeht, ne? Dass das vielleicht ein Problem ist. So, ich stelle mich hier mal zum Nick vorne mit dran, hier einfach mal so hier, ne? Von der 19 habe ich ja gesagt, starten weg. So. Stand ich jetzt am Ende wirklich auf der 5, oder? Kann das sein? Aber ich habe es doch richtig eingestellt, das war doch vorhin richtig. Na egal, ich bin ja da. So, jetzt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Eingestellt habe ich soweit alles, dann gucke ich jetzt mal gerade rein zu euch in den Chat. So, Propeller-Pitch auf Auto stellen. Ach ja, Moment. Auf was steht denn der? Warte mal. Auto! Bumm! Danke! So, ist die Flugroute da? Ja, passt. Dann machen wir noch die VFR separat mit auf. Kann ich wieder ein bisschen runterschieben? Habe ich anders platziert aufgrund von diversen Aufnahmen, sage ich jetzt mal. So, dann können wir da noch ein bisschen reinzoomen. Das war ein bisschen arg weit. Was ist denn mit der Flugroute hier los? Wieso? Naja, egal. Wir werden es schaffen, hier wegzukommen vom Fleck hoffentlich. So, jetzt, pass auf, jetzt gucke ich mal rein hier. Enzi, grüße dich. Einen schönen guten Morgen schon mal an dieser Stelle. Allgemein in den Chat. Ich hoffe, ich vergesse niemanden. Den Pilotenwelt lese ich hier. Moin, grüß dich. Auf einer Airbus-Werksführung in Hamburg. Das ist ja auch mega interessant, oder? Sehr stark. Sehr stark. Ja, das war sicherlich interessant. Pilotenwelt. Dann, Hans, grüße dich. Schönen guten Morgen. Mahlzeitblitz, grüße dich. Hallihallo. Roy Betty. Hallihallo. So, dann den Hannibals. Mist, lese ich hier. Grüß dich. Nach einer kleinen Pause... Hunter Call of the Wild geht's heute mal wieder in die Lüfte. Sehr cool. Nach der Jagd einen entspannten Flug ist doch auch okay, oder? Kann man mal machen. Sehr gut. Dann den Dirk lese ich hier. Guten Morgen. Grüß dich, Dirk. Etwas verspätet vom Frühstück mit der Frau. Egal. Bist du doch da? Ist doch alles gut? Ganz entspannt machen wir das heute, ne? Also kein Druck. Bitte kein Druck. Cat Dad, grüße dich. Servus zusammen. Die Katzen sind da.
So, Peter, grüß dich. Hallo zusammen. Ich habe es noch rechtzeitig geschafft, nach meinem Urlaub wieder dabei sein zu können. Ich wünsche allen einen guten Flug und Happy Landings. Dankeschön. Ebenso, Peter, willkommen zum heutigen Flugevent. Der Fliegerfan 2006, grüß dich. Grüße von Zürich. Sehr stark. Grüße zurück. Christian Pauli, hallihallo. Ich freue mich. Allen einen guten Flug und einen ruhigen Flug. Sehr gut. Dann der Martin ist mit dabei. Grüß dich. Alles fit? Yes. Also bei mir ja. Ich hoffe bei euch auch. Bei dir auch. Martin, dankeschön. Schön, dass du wieder am Start bist. Andreas Pitsch, grüße dich. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Andi. Bin nach längerer Zeit mal wieder mit am Start. Ich freue mich, wieder mit dabei zu sein. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist, Andreas. Guten Flug an dieser Stelle. Active Games, grüße dich. Schönen guten Morgen. Auch an dich. Active ist natürlich wie immer mit dabei. Dann Rico Flight, grüße dich. Moin. Grüße aus Halle. Ja, grüße zurück. Sehr stark. Lukas the King, heute zum... Oh, was war das? Ist irgendwas durch mich durchgerollt? Ich habe es nur im Augenwinkel gerade erspäht. Da war irgendwas. Egal. Hier geht's weiter. So, beim Lukas war ich, ne? Lukas the King, heute zum ersten Mal live dabei. Sehr stark. Ich grüße dich. An der Stelle ein Hinweis. Ich weiß nicht, von denjenigen, die heute zum ersten Mal mitfliegen, ist der eine oder andere vielleicht heute auch auf Discord beziehungsweise die letzten Tage eingetroffen oder gelandet, wenn wir mal bei dem Thema bleiben. Ja? Hat denn da alles mit der Registrierung und so weiter funktioniert? Es gab von Discord eine kleine Einstellungsänderung und ich bin mir da nicht ganz sicher, ob das alles noch so funktioniert, wenn man neu auf den Discord-Server kommt. Da gerne mal Feedback dazu geben. Sollte da irgendwas nicht funktionieren, dann muss ich das natürlich wissen, um es wieder zu ändern. Ansonsten kann da keiner mehr landen am Ende oder so. Also das möchte ich natürlich ausschließen. Da gerne mal Feedback dazu, falls es da irgendwie zu Problemen kam oder irgendwie Fragen offen sein sollten. So, Lukas, herzlich willkommen und guten ersten Flug. Sehr stark. So, dann den Marc lese ich hier. Servus, bin heute leider raus, hab gleich Spätdienst, muss arbeiten, fliegt die Route später nach. Sehr stark, euch viel Spaß, schreibt er. Dankeschön, Marc. Und ja, zieh durch, ne? Spätdienst und so weiter. Und dann natürlich gerne nachfliegen. Dann den Jörg lese ich hier. Moin, grüß dich. Kopf 77 ist natürlich auch wieder mit am Start. Grüß dich, Kopf. Und der hackfleischhassende Zerhacker. Lieber Hacki, ich grüße dich. Heute keine Bäume. Tatsächlich, also auf keinem meiner Testflüge waren irgendwelche Bäume da im Weg. Nimm die Kettensäge trotzdem mit, du weißt Bescheid. Man weiß nie, wo man irgendwann mal vielleicht eventuell zwischenlanden muss. Insofern, ja, ist schon besser vorbereitet. So, Patrick, grüß dich. Moin. Grüße nach Minka. Alter, setz mich mit dem Haxen nicht so unter Druck. Ich bin sensibel und weine schnell. Oh, das wollte ich nicht, das tut mir leid, Patrick. Dann nehme ich meine Aussage natürlich zurück. So, den Hans. Weiß ich, habe ich den Hans schon erwähnt? Ich weiß es nicht mehr. Schönen guten Morgen, Hans, an der Stelle nochmal. Auch mit das Ding, sehr stark. Da bin ich mal gespannt. Da sollten wir heute keine Probleme haben. Dann Limes Fly ist mit dabei. Grüße dich. Das reimt sich sogar, ne? Limes, schönen guten Morgen. Bernie, grüß dich. Wir haben Bock. Sehr gut. Den Nico lese ich. Grüße dich, Nico. Auch schon wach, sehr stark. Dann LA lese ich, sehr stark. Grüße dich, LA. Und Sweetie, schönen guten Morgen. Meine Güte, was ist hier schon wieder los? Das gibt's ja nicht. Simon lese ich hier noch. Grüße an die Flieger. Bin heute leider out of order. Wünsche euch einen guten Flug. Dankeschön, Simon. Und gerne bis zum nächsten Mal, wenn es dann zeitlich wieder klappt. Dann den Frederik lese ich hier. Grüße dich, Freddy. Ich sag einfach mal Freddy. Grüß dich. Und Kabung ist auch mit dabei. Hallihallo, Kabung. Sehr stark. Ah, Frederik fragt hier, noch jemand zufällig auf dem Discord-Server im Sprachchannel unterwegs? Fühle mich so allein, so einsam hier. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr euch auch audiotechnisch austauschen wollt, habt ihr natürlich die Möglichkeit, über den Discord in den Sprachkanal zu gehen und euch dort mit den Mitfliegenden auszutauschen. Der Hinweis sei an der Stelle nochmal gegeben. Ne? Dann Mario, grüß dich. Hallihallo. Mixmox, guten Morgen. Grüß dich, Alan Robinson, hallihallo, oh mein Gott, der Philipp ist mit dabei, grüß dich Philipp. Habe ich Christian schon erwähnt? Ich weiß es nicht mehr, meine Güte, ist hier was los. Und der Enrico ist auch dabei, heute das erste Mal, aha, herzlich willkommen, grüße dich, Enrico. Giant ist auch wieder mit am Start, grüß dich Giant. Boah, ich weiß gar nicht, das geht ja hier ewig hoch. Ich gehe mal wieder zum Anfang, das ist ja Wahnsinn, also allgemein nochmal herzlich willkommen. Mal gucken, wer unten eventuell noch mit dazu kam.
So, Blitz fragt gerade. 120 Knoten, ja, ist richtig. Was schwebt denn hier über mir? Meine Güte. ja, da kannst du mit der 1, 2 auch losgehen. Die schafft das, glaube ich, ne? Ich glaube, sie schafft das. Sehr stark. Genau, erstmal Essen machen und danach alles gut. Noel, grüß dich, servus. Frohes Neues noch? Ja, nachträglich, ne? Kann man das jetzt noch sagen? Ich weiß es nicht, ja. Aber gerne. So, Lukas fragt nach dem Link zur Discord. Der steht unten in der Videobeschreibung. Wenn du die aufklappst hier zum Livestream, ne? Dann hast du da einen Link dazu. Und der Streambot, der gibt das auch ab und zu mal aus hier, ne? Also ja, irgendwann kommt ja auch mal eine Meldung. Oha, was war das? Active Games, Teil des Supporters Clubs. Wahnsinn, dankeschön für 70 Monate. 22 Monate, Entschuldigung, 70 Events. Das ist, wenn du querliest, ne? 70 Monate, meine Güte, haben wir noch ein bisschen hin, ne? Aber ja, wir müssen uns ja Ziele stecken. 22 Monate im Supporters Club, Wahnsinn. Active, dankeschön. Krass. 70 Events, mach weiter so an die ARTV. Ja, gerne. Wenn hier immer so schön was los ist, dann, ne? Das motiviert unheimlich. Ich sag's euch, wie es ist. So, aber wie gesagt, Link zu Discord unten in der Videobeschreibung. Auch wenn du die aufklappst, hast du auch sämtliche Details zum heutigen Flug. Das sei an der Stelle nochmal erwähnt, ne? Ah, schön. Oha, was wird denn sie los? Anzahlung für Reparaturen, weil sie jemand Dellen im Atomium hinterlässt? Vielen Dank für deine Donation, Enzi. Vielen Dank. Oh, da setzt der Helikopter was ab. Guck mal. In der Animation. Dankeschön. Sehr stark. So, Matthias, guten Morgen. Matthias Trumm schreibt hier noch. Moinzen miteinander. Einen Kommentar hier gerade noch drauf eingegangen und dann geht's auch gleich los. Leute, ich habe auf der Xbox so eine matschigen Gebäudedarstellung. Habt jemand auch solche Probleme? Hab schon alles neu installiert und sämtliche Updates gemacht. Brachte nix. Matschige Texturen. Hat da jemand was dazu geschrieben? Für den Matthias, gab's da eine Info dazu? Alles neu installieren ist natürlich immer so der Worst Case, ne? In den meisten Fällen. Also ich gehe mal davon aus, dass du sämtliche Daten aktiv hast, ja, in den Einstellungen, dass du das Internet natürlich schnell genug ist und solche Basics hast du sicherlich abgeklappert. Betrifft es bestimmte Regionen oder ist es eventuell überall oder wie sieht's da aus? United, grüß dich. Guten Morgen. Neuinstallation bringt oft gar nichts, schreibt Martin. Ja, es ist halt grenzwertig immer, ne? Ist so der letzte Ausweg. So, und jetzt geht hier meine Xbox schon in den Ruhemodus. Ich glaube, die spinnt. Wo ist eigentlich Harpe, Patrick? Berechtigte Frage. Wo ist? Der hat es wahrscheinlich, weiß ich nicht. Hat er die Erinnerung wieder nicht gekriegt. Vielleicht kommt er gleich mit dazu. So, jetzt schaue ich mir hier mal von außen. Oh mein Gott, ist das laut. Muss man ein bisschen leiser machen hier. Das ist ja Wahnsinn. Boah, da haut es mir den Vogel raus hier. So, ich würde mal sagen, hier ist einiges los. Boah, und die Performance ist schon... Was ist denn hier los? Meine Güte. Pass auf. Ich würde mal sagen, wir halten uns hier nicht mehr so lange auf, damit wir mal vom Fleck kommen. Und ich gucke natürlich gleich wieder rein in den Chat nach dem Start, was bei euch so los ist.
und um welche Themen es geht. Und dann habe ich natürlich auch ein bisschen was vorbereitet. Und dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal los. Wie sieht's denn aus? Gib mir mal bitte... Ich traue mich ja schon gar nicht mehr sagen. Aber gebt mir mal bitte ein Go in den Chat, damit ich weiß, dass ihr bereit seid, damit wir hier los können. Gebt mir mal ein Go in den Chat. Go, Gachito, go. Auf geht's. Jetzt geht's los. Ein Tipp noch von Pilotenwelt. Versuch mal allgemeine Optionen. Datenbildmessung auf 1. Ja, das war eben die Frage, ne? Ob er schon diese Standardeinstellungen und so weiter alles schon so durch hat. So, die ersten Goes kommen rein. Sehr gut, sehr gut. Kann ich mal überfliegen, ob hier wirklich alle dabei sind. Westeuropa stimmt. Blitz, ja. 3, 2, 1. Und jetzt? Go! Der Fliegerfan 2006. Husch, husch. Okay, also ihr seid bereit. Dann würde ich sagen, Startfreigabe hiermit erteilt. Wir starten. Guten Start erstmal. Da kommt direkt der Discord-Link. Guck mal hier in den Chat vom Streamlab-Spot. Ab und zu kommt er dann mal rein. Ich weiß nicht, welchen Zeitabständen. Startfreigabe erteilt. Wir geben jetzt Schub. Guten Start erstmal. Und dann gehen wir hoch so auf 1000 Fuß. Also ich zumindest, ne? Und dann werden wir hier erstmal gucken, dass wir auf Kurs kommen. Auf geht's! Bin gespannt, wie es mit dem Was für ein Kuddelmuddel hier, ja, das ist natürlich jetzt hier bei so einem großen Flughafen natürlich schon eine ganz andere Nummer, ne? Auf geht's! Nur erstmal wegkommen. Bin gespannt, wie es mit dem Wind ist. Ich heb schon im ersten Drittel der Startbahn ab, wahrscheinlich, so lang ist die hier. Geh ab. Nimm's ab. Drehzahl zurück. Meine Funkbrecher zurück. Heute bin ich ein bisschen überpowered, was es angeht. Eigentlich ist ein Flieger nicht so schnell wie meiner. Hier ist was los, Leute, meine Güte. Sehr stark. Da fliegen wir jetzt erstmal zum SF01 vor, ne? Erster Nachtpunkt. Da hatte ich jetzt tatsächlich ein bisschen Bedenken, was die Performance angeht hier. Aber wie Sie sehen, klappt das. So, dann gehen wir mal hier rein. Ist der an? Nein, ist er nicht. Oh, schon ein bisschen ruckelig hier. Aber wir werden gut wegkommen hier. Hoffe ich. Und je weiter wir von Brüssel wegkommen, also vom Flughafen, sage ich mal, weil hier ist echt viel los, ne? Desto besser wird es dann hoffentlich klappen. Guck dir das an. Alle da? Sieht gut aus. Auf den ersten Blick sind alle da. Ich kann es euch nicht sagen, keine Ahnung. Aber ja. Sieht auf jeden Fall verrückt aus hier. Es sieht verrückt aus. Und ein bisschen wild. So, schauen wir mal in Einstellungen. Passt das hier soweit? 1000 Fuß. Die haben wir jetzt gleich. Genau, alle ziehen auf die Linie erstmal. Ist auf Automatik, deswegen brauche ich hier nichts weiter einstellen. Ne? Guck mal, der stellt sich hier automatisch ein. Ich hoffe, das klappt alles so. Ich habe das immer manuell gemacht, nämlich die letzten Male.
Aber wird schon laufen, oder? Wer hat das vorhin geschrieben? Bernie, glaube ich, ne? Muss ich da jetzt noch irgendwas anderes einstellen? Nein, ne? Ich lasse das einfach auf Auto und hab Spaß. So. Boah, Wahnsinn, ey. Der ganze Himmel hängt voll hier. So, jetzt machen wir mal hier die Map ein bisschen größer. Ja, ist ein kleines Stück hier runter Richtung Waterloo Point. Und dann geht's hier einmal im Bogen. Und dann kommen wir natürlich hier ein Stück weit wieder an dem Airport vorbei, ne? Wenn wir die ganzen Points of Interest hier anfliegen. Aber das wird schon klappen. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das klappt. So, Hans war's, genau. Sorry, Hans. Nicht Werni, sondern Hans. Läuft automatisch, alles klar. Ja, dachte ich mir hier schon, ne? Also ja. Sieht auf jeden Fall so aus. Und der Vorteil ist natürlich, am Anfang bin ich hier mal ein bisschen in den roten Grenzbereich reingekommen hier, was die RPM angeht. Und auch das hält er hier jetzt natürlich konstant auf Maximum. Das passt schon soweit, ne? Jetzt nehme ich hier mal ein bisschen Schub raus. Und dann geht er mit dem wieder hoch. Ja, okay. Macht er da dann einen Wechsel? Ja, das passt schon so. Will nämlich auch nicht zu schnell werden hier und die ganze Zeit auf Fullspeed. Ja, jetzt kommen wir langsam runter, so auf die 120, ne? So, lass ich es jetzt mal laufen. Sehr gut. So, seid ihr gut vom Fleck gekommen hier? Mal kurz in den Chat reingelinst. So, wer hatte nochmal Probleme mit Gebäude und so weiter? Das war weiter oben. Warte mal, das war hier oben, oben, oben. Finde ich es nochmal? Genau, Matthias Trumm war das, der hatte gefragt. Matthias. Pilotenwelt hat dir den Iron einen Tipp hier in den Chat rein geballert. Gerne machen mal Feedback dazu, ob das Punkte sind, die du schon hattest, beziehungsweise also auf dem Zettel hattest und ob das was gebracht hat. Pilotenwelt, danke schon mal. Pilotenwelt, vielleicht kommt da nochmal Feedback zu. So, Noel hat sich die C-Ray geholt für 18,99. Holt sich hier eins nach dem anderen Fluggerät. So, jetzt kommen wir hier langsam schon in den Bereich rein, wo dieser kleine Hügel wahrscheinlich zu sehen ist dort vorne. Ja, da vorne kommt er. Siehst du den hier? Ne? Hier so. Ja, und jetzt wird die Performance hier auch besser. Tatsächlich. Was ist mit Haki los hier? An der Baumwipfelgrenze ist er wieder unterwegs. Das hier für einen Platz? Okay. Genau da vorne, ne? Das ist unser erster Point. Boah, jetzt wird es aber hier laut. Wer ist da? Hilfe! Guck dir an, was hier los ist. Das ist ja krass. Vögelchen schnurrt wie ein Kätzchen, schreibt Enzi. Sehr gut. Was, alle weg? Außer Forever Young bei Active Games. Oh je, hoffentlich kriegen wir keinen Serverstress heute. Aber ich glaube, das passt ganz gut. Bisher. Ne? Also ich habe zumindest noch keine Infos in die Richtung bisher gelesen. Ich hoffe, bei euch läuft's. Über den Wolken fliegt sich's doch am schönen. Noch viel schöner. Schreibt United. Wo ist er denn? Er schreibt über den Wolken. Wie ist eigentlich das Live-Wetter? Ist alles gut bei euch? Da oben ist United. Guck mal. Ja, schon ein ganzes Stück höher auf jeden Fall.
der Vision Chat natürlich, Patrick. Da passt der Schweinshaxen einfach am besten rein, ne? In den Vision Chat. Sehr stark. Gehen wir wieder innen rein hier. Passt hier noch alles? Wie schnell sind wir? 121 Airspeed, das passt doch perfekt. Das passt doch perfekt. Ja. Oh, sieht gut aus. Dann ist das Fliegen mit der Maschine ja mit dem Autopitch noch viel einfacher als ohne. War ja ohne schon cool. Sehr schön. So, Roy sieht keinen von uns. Da gibt es doch ein bisschen Serverstress, kann das sein? Zwei Rückmeldungen bisher von Active und von Roy. Also wie ihr seht, bei mir aktuell alles gut soweit. Jetzt müssten wir hier gleich Richtung Westen abdrehen. Jetzt schaue ich hier nochmal hin. Ich weiß nicht, wie nah ich da jetzt rankomme über die normale Strecke, aber das ist hier der Point of Interest. Der erste am heutigen Tag, den wir jetzt hier einmal mitnehmen und ein bisschen in einer Großaufnahme hier auch zeigen. Meine Landescheinwerfer kann ich auch mal ausmachen langsam. Ich lasse den natürlich mit Absicht an, ne, damit ihr mich auch seht. Nicht, weil ich es vergessen habe oder so. Doch klar. Ist doch klar. Wo sind sie denn hier? So, jetzt. Ach schon. So, wie sieht's aus? Autopitch ist ein Segen. Dadurch ist die S4 am besten zum Sightseeing geeignet. Ah, okay. Ja, da musst du dich halt eigentlich dann auf gar nichts mehr konzentrieren, ne? Macht ja alles von selbst hier scheinbar. Das mit den Landescheinwerfern könnten sie noch integrieren, finde ich. Dass die einfach irgendwann, ne? Zum richtigen Zeitpunkt. Nein, Quatsch. Alles gut. So, Active sieht sich aber bei mir. Ja, das ist natürlich, Also wie gesagt, ich habe bisher da keinerlei Einschränkungen, zum Glück. Boah, Wahnsinn, oder? Guckt ihr diese Masse an. Wie sieht denn das ohne Namen aus? Blinkt da noch ein bisschen was? Ja. Aber so ist schöner. Sehr stark. So, jetzt fliegen wir hier dann gleich noch einen Knick und dann geht's rein nach Brüssel. Und dann schauen wir mal, ne? Atomium. Ich bin gespannt. Es gab ja diverse Ankündigungen, ne? Na, den Landescheinwerfer machst du es schön selber aus. So, was habe ich jetzt hier noch gelesen? Moment, gerade habe ich noch... Ach genau, hier, Christian hat was geschrieben. Hab die PC6 voller Bier. Genau, das war noch eine wichtige Randnotiz, ne? Also bei Christian nach der Landung dann an der PC6 bitte anstellen. Ausgabe hinten links. Die Haxen für alle. Große Ladefläche. Live-Wetter ist bewölkt, aber okay, gut. So, Pilotenwelt schreibt ja an Matthias nochmal. Hat er auch das Problem, ne, auf der Xbox? Ja, tauscht euch da gerne aus drüber. So. Ziemliche Thermik bei Rico. Patrick ist heute am Laptop unterwegs und kann mal was zu den FPS sagen. Um die 30 FPS, was ein Wunder bei dem Betrieb hier. Also positiv überrascht, sozusagen, lese ich daraus.
Und der Fliegerfan schreibt hier, freust du dich auf den Microsoft Flight Simulator 2024? Ja. Also ja. Im Endeffekt auf alles, was da neu irgendwie kommt. In dem ganzen Thema. Es sind natürlich noch viele Fragen offen, ganz klar. Es sind noch viele Fragen offen und man geht ja auch in dem Development-Livestream, der jetzt dann Ende diesen Monat kommt. Da gehe ich später noch alles im Detail drauf ein. Ich möchte natürlich jetzt erstmal hier Brüssel, ne, ein bisschen wahrnehmen und dann müssen wir mal schauen, wie weit es noch bis zur Zwischenlandung ist. Aber im Newsblock gibt es da natürlich ein paar Details dazu, aber das kann ich schon mal vorne wegnehmen. Also da wurde schon angekündigt, dass es zum nächsten Livestream von den Entwicklern, der ja Ende diesen Monat kommt, die Details, wie gesagt, da gehe ich später noch drauf ein. Da wird zum 2024 aber vermutlich nichts kommen. Ne? Also das haben sie ganz klar gesagt, dass da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Neuigkeiten zu rechnen ist. Aber alleine auf die Frage, ob ich mich drauf freue, ja. Ja. Unabhängig von den ganzen Fragen, die noch offen sind. Tatsächlich. Boah, guck dir das an. Doch Wahnsinn, oder, was hier los ist. So, jetzt machen wir hier mal die VFR nochmal auf. Denn jetzt kommen wir dann langsam in den Bereich rein, wo wir hier interessante Dinge sehen werden. Da vorne sind die Häuser und irgendwo im Anschluss das Automium. Das ist dann hier so, ne? Dran. Jetzt fliegen wir hier einen kleinen Bogen nochmal. Das erste ist der Justizpalast, den wir jetzt gleich überfliegen werden. Dann kommt die Basilika und dann das Atomium. Das ist vom Bauwerk natürlich her das am meisten auffälligste. Jetzt machen wir hier mal den Autopiloten aus. Damit wir da ein bisschen was von mitkriegen, ne? Das Ding ist, nach den City-Updates immer, also keiner hat ja wirklich 1:1 den vorherigen Zustand so noch, ne, vor Augen. Also in den wenigsten Fällen, sagen wir es mal so. Aber also hier, wenn du dir das Brüssel jetzt hier so anguckst, ne, das ist schon richtig gut gemacht, ne? Gibt's nix. Bauwerke und so weiter, wollen wir jetzt gleich sehen. Boah, jetzt ist hier aber schon auch wieder ein bisschen, ne? Ein bisschen Performance und so. Ich dachte es mir, dass wir hier jetzt halt wieder einmal drüber fliegen. Ist Brüssel das neue New York oder was? Hier performancemäßig? Weiß da jemand was zu? Damit war jetzt nicht so zu rechnen. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, das ist er hier, ne? Der Justizpalast. Ich muss aufpassen hier, tatsächlich. Jetzt wird hier das System abkackt.
Und da vorne ist die Basilika. Wir fliegen die Punkte ab. Performance hin oder her. Das wird schon klappen jetzt hier. Ich denke mal, jetzt hier Brüssel ist am kritischsten. Ne? Das Atomium ist hier auch schon zu sehen. Jetzt wieder weniger. Gerade war es deutlicher. Hier hinten. Ne? Hier ploppt es gleich wieder auf. Und das Atomium wollte ja der ein oder andere durchfliegen. Ne? Schon heftig am Ruckeln hier. Ja, er lädt auch immer wieder Texturen rein und wieder raus und hin und her. Ich hoffe, es klappt bei euch alles soweit. Das ist echt eine weiß ich nicht, grenzwertige Nummer heute hier. Haki, Vorsicht! Die Basilika! Das ist kein Baum! Aufpassen mit den Kameraschwenks, hey. Der ist hier so am Zappeln und am Zuppeln. Wird schon schief gehen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also ich kreise jetzt um das Atomium ein, zweimal. Ne? Und der ein oder andere wollte es ja durchfliegen. Ich bin mal gespannt, ob die Gruppe hinterher ein bisschen kleiner ist. Weil man diverse Flugzeugdinge vom Atomium entfernen muss. Hier ist übrigens auch das Stadion. Ne? Das ist gleich daneben. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Ist hier irgendwer noch im Anflug? Da kommt jemand, Haki. Kaboom ist schon gelandet, glaube ich, oder? Der John wollte es auch genau wissen. Und Enzi ist auch im Schlepptau von Haki. Jawohl, einmal quer durch. So, Enzi als nächstes. Bam, sehr stark. Hans ist auch dabei. Jawohl, sauber. United auch einmal. Weiß nicht, war das durch oder war das dran vorbei? Weiß nicht, weiß ich noch nicht, ob das zählt. So, noch jemand? Der Rico fliegt an. Achtung, Nick kommt auch. Limes. Killt euch hier nicht gegenseitig. Hans geht in die zweite Runde. Enzi ebenso. Und Messer ist auch mit dabei. Dauerregen fliegt auch an. Sehr stark. Messer war auf einmal weg. Ich weiß nicht, ging alles gut? Ich denke ja. Ich sage jetzt einfach mal ja. Und Limes geht auch nochmal durch. Sehr stark. Enzi zum dritten Mal. Hans, glaube ich, auch mittlerweile. Oh, der Hans. Nein. Was ist passiert? Ich glaube, Hans. Ich weiß nicht. War was? Nee, ne? Nee, geht weiter. Ich habe mich enttäuscht. Alles gut bei Hans. So, zurück auf die Flugbahn. Wir nehmen wieder Kurs. Richtung Antwerpen. Jetzt verlassen wir Brüssel. Ich gehe mal hier wieder auf den Autopiloten. Oh, die 1000 Fuß habe ich aber hier gut gehalten, ne? So, zurück auf Kurs. Geschwindigkeit passt. Das andere eigentlich auch alles soweit. Sehr gut. So, und je weiter wir hier wegkommen, desto besser wird die Performance tatsächlich, also bei mir zumindest. Und die Sonne geht schön auf da hinten. Sehr stark. So, jetzt muss ich mal reingucken in den Chat. Alles gut bei euch? Ich glaube ja. War alles nach Plan? Hat so ausgesehen, ne? Also ich habe keine Unregelmäßigkeiten erkannt. Zwinker, zwinker. So, bin jetzt auch gestartet nach Neustart, PC und Sim. Oh, Werni, Mist. Da hat wohl was nicht ganz geklappt. Ja, dann komm nach hier. Dann komm direkt mal nach.
Dirk, Frage an Enzi, soll ich den Crash rausschneiden? Welch Crash? Nein, bei uns wird hier nichts zensiert, ne? Also, ungefiltert will ich diese Aufnahmen sehen. Flugzeugwechsel bei Nico. Martin ist auch durchgekommen, sehr stark. Hans ist doch hängen geblieben. Ah, schade. Beim zweiten Mal, ne? Oder was? Das dritte Mal schon? Enzi auch, tatsächlich? Nix wird geschnitten, schreibt Enzi auch. Von 4 Ansätzen einmal hängen geblieben. Hans, starke Leistung. Sehr stark. Nein, Hans Wurst, das Atomium wird nicht nach dir benannt. Info von Patrick. Er wollte sie einfach nur verewigen, ne? Der Lauser. So ein Lauser, der Hans. Das war der lange gehegte Plan, ne? Oh nein, Offline United, was ist passiert? Luca, grüß dich. Luca fragt, wie bekommt man den A320? Warte mal, was hatte ich hier noch? Kann man mit dem Simulator crashen? Ja, na klar. Also, Absturz ist Teil der Übung. Hätte ich jetzt fast gesagt. Also sowohl der Simulator selbst als auch die Maschine kann crashen. Tatsächlich. Du kannst aber natürlich in den Einstellungen Schaden und Dinge auch ausschalten, ne? Also ja, das geht. Sag mal, bin ich zu schnell oder bin ich einfach zu schnell wieder auf die Flugroute zurück? Nee, ne? Passt schon. 120 ungefähr. Ich höre Dinge. Ach, hier. Sehr stark. So lasse ich das mal hier. Um den A320, der A320 Neo, der ist doch Teil der Basisversion, oder? Der Standard. Oder irre ich mich? Gerne da mal Feedback dazu. Mit dem A320 bin ich tatsächlich jetzt nicht so sehr viel unterwegs. Um nicht zu sagen gar nicht, aber ich meine, er ist Teil der Standardversion des Microsoft Flight Simulators. Das kann ich beschmerzen. 40% der Brücken in dieser Welt sind schon nach Hans Wosch benannt. Unfassbar. Ja, die News habe ich tatsächlich auch letztens gelesen hier. Auf, wo war's? Ich glaube, NTV. War sogar eine Breaking News, ne? Sehr stark. Ja, ihr holt auf, ich sehe es schon. Ihr holt auf. Ist irgendwer jetzt noch am Atomium hängen geblieben oder sind alle da? Ich glaube, es sind alle da, ne? Ach, schön. So, zeig mal ganz kurz. Was haben wir hier noch an nautischen Meilen zu gehen? Ja, jetzt kommen wir hier dann langsam so ans Wasser, an die Flüsse. Hier ist dann Antwerpen, ne? In etwa hier so. Da gibt es auch ein, zwei Points of Interest. Wobei die jetzt, glaube ich, nicht so spannend sind. Also nichts zum Durchfliegen und so weiter. Wobei, wer weiß, Hans schafft alles. Und dann gucken wir mal. Am Militärflugplatz geht es dann runter. Wobei, das ist auch kein kleiner, ne? Am EHBO. Also wer jetzt dann mit einsteigen möchte. Angenommen, du guckst jetzt hier gerade den Livestream und überlegst dir, wie dir da beitreten kannst oder so. Oder wo du am besten mit zusteigst. Dann wäre tatsächlich ein sehr guter Ansatz unser Zwischenlandeplatz hier in Wünstrecht. Wer kennt's nicht? Ein Militärflugplatz EHWO. Da werden wir jetzt dann auf der 07 runtergehen und eine kurze Pause einlegen, ne? Eine ganz, ganz kurze Pause, so, ne? 4-5 Minuten. Da gibt's Schweinshaxen und Bier. Und dann geht's weiter in den zweiten Teil. Und ich meine, den Newsblock, den mache ich dann später. Ne? Den mache ich im zweiten Teil.
Was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Ach ja, hier Infos zu den Shorts wollte ich noch mal ganz kurz, weil der ein oder andere vielleicht meinen Beitrag, den ich im Community-Feed auf meinem Kanal dazu gebracht habe, nicht wirklich so wahrgenommen hat oder wie auch immer. Es kann ja sein, ich wollte es einfach nur noch mal erwähnen. Ich habe vor, ich weiß nicht, 10, 14 Tagen damit begonnen, kleine Shorts, also Kurzvideos zu erstellen auf YouTube, die sowas ja anbieten. Jetzt ist das eigentlich noch ein Versuch, kann man das so formulieren? Ja, es ist eigentlich ein Versuch meinerseits, kleine, kurze, auf den Punkt gebrachte Videos zu erstellen, weil es einfach eine zusätzliche Möglichkeit ist, kleine Hilfestellungen zu geben. Das ist zumindest mein Ansatz, den ich damit verfolge. Das sind diese ganz kurzen Videos, unter einer Minute in einem ganz komischen Format, welches eigentlich auch nur auf Handys sinnvoll ist. Ja, man kann das zwar auch auf einem normalen Flatscreen und so weiter oder am PC, am Laptop und so weiter sich angucken, aber eigentlich sind diese Shorts hier dazu gemacht, wenn man verschiedene Shorts so ein bisschen durchswiped, ja, und dann einfach Kurzvideos sieht, die maximal eine Minute gehen können. Länger geht das gar nicht. Ich habe auch keinen Einfluss darauf, was das Bild dahinter ist, welches da verwendet wird und so weiter. Der Grundgedanke ist einfach der, mit kleinen, einfachen Dingen, die für viele wahrscheinlich selbstverständlich sind, nochmal eine kleine Hilfestellung demjenigen zu geben, der vielleicht auch mit dem Microsoft Flight Simulator jetzt gerade erst anfängt, vor allem auf Xbox und so weiter. Das Thema wird ja in diesem Jahr mit Sicherheit auch nochmal an Fahrt aufnehmen, wenn es dann Richtung Release vom neuen Microsoft Flight Simulator geht und so weiter. Und das ist der Hintergrund dahinter. Es ist natürlich auch relativ schnell erstellt. Das ist für mich auch immer ein ganz guter Lückenfüller zwischen den großen Videos, an denen sich übrigens nichts ändern wird. Ja? Also diese Shorts sind kein Ersatz dafür, was ich bisher gemacht habe. Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen. Ihr bekommt natürlich nach wie vor die Videos zu Themen bei mir auf dem Kanal in der gewohnten Weise, und die Shorts sollen einfach ergänzen zu verschiedenen Punkten. Ja? Das wollte ich hier einfach nochmal ganz kurz dazu erläutern, weil auf einmal kamen Shorts bei mir auf dem Kanal und dann gleich 2, 3, 4 hintereinander und dazwischen nichts. Ja, macht er jetzt nur noch Shorts oder so? Ja, nein, natürlich nicht. Also das wird meinen Content, meinen Inhalt auf meinem Kanal lediglich ergänzen, aber nicht irgendwie etwas ersetzen, was schon vorhanden ist. Also keine Angst, es wird nicht nur Shorts geben in Zukunft, sondern den gewohnten Inhalt plus die Shorts, dort wo es halt Sinn macht. Und ja, das sind natürlich oft ganz kurze, kleine Geschichten mit Dingen, ich kann es nur noch mal wiederholen, die für viele selbstverständlich sind, die hier Event für Event mitfliegen und meinen Kanal schon länger verfolgen oder schon länger im Flight Sim unterwegs sind. Ja, schaut es euch dennoch gerne an und kommentiert und liked und so weiter. Das hilft mir natürlich auch auf YouTube und unterstützt das auch gerne. Auch dann, wenn es vielleicht mal ein Thema ist, was jetzt für euch selbstverständlich ist, dann ist es doch ein zusätzlicher Content, der vielleicht für einen anderen wiederum hilfreich ist oder war. Und darum geht es mir dabei. Na, das wollte ich nur mal an der Stelle erwähnen. So, jetzt fliegen wir hier schon direkt auf Antwerpen zu. Die ersten Points of Interest sind hier auch schon zu sehen. Ich drehe mal hier, aber die Kamera geht jetzt viel flotter auf jeden Fall. Also ja, das lag an Brüssel, ne? Und dort vorne kommen wir jetzt hier. Auch der Justizpalast in Antwerpen ist wieder mit dabei. Ein Museum werden wir überfliegen. Ich glaube sogar in der Reihenfolge müsste das erste der Justizpalast sein. Was ist was? Gute Frage. Das sieht mir hier so fast nach Museum aus, ne? Justizpalast wohl eher weniger. Das hier ist dann wohl eine Kirche. Mal gucken, ob das irgendwie hier vielleicht zu sehen ist besser. Ja, nicht wirklich, ne? Die einzelnen Punkte.
könnte auch so ein Gebäude hier sein, ne? Aber ich vermute mal, das war hier schon das Museum. Ja, mal gucken. Da noch was? Will ich. Ja, Antwerpen ist auch nicht klein, ne? Hier ruckelt, schreibt Hans. Was ist da los? In den Chat reingucken zu euch. Moment, ich setze dich mal hier rein. Das ist nicht ganz so laut. So, was geht im Chat ab? Die Shorts sind klein, aber hilfreich. Danke dafür, Andi. Ja, leise, dankeschön. Simulator ist abgestürzt bei der Fliegerfan 2006. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber, wie gesagt, wir sind hier relativ nah schon am Zwischenlandeplatz. In der Videobeschreibung stehen alle Details. Aber es sei hier gerne auch nochmal erwähnt, jetzt gleich am EHWO werden wir runtergehen. Wir fliegen jetzt nur noch einen kleinen Bogen eigentlich. Naja, wobei, so klein ist der gar nicht, ne? Das ist schon noch ein bisschen. Hier die einzelnen Punkte, ne, die wir jetzt hier abfliegen. Und da gehen wir dann runter. Kannst natürlich auch zwischendrin irgendwo einsteigen. Mach mal ein bisschen größer. Dann ist das besser zu erkennen für dich. Keine Ahnung, wenn du direkt losstarten willst hier am EBHN oder EHAX. Ist das hier überhaupt? Rüber so. Messer, dankeschön für dein Follow, dankeschön. Ist das hier ein Airport? Das ist doch gar kein Airport hier, oder? Helf mir mal kurz. Nicht, dass ich hier was empfehle, was Käse ist. Ansonsten einfach einsteigen hier. Wir sollten zu sehen sein auf der Map. Ha, sagen wir es mal so. Ich melde Ruckelei über der Stadt von United 96. Wird Ruckelei gemeldet, okay? Sehr gut. Haki! Ja, ist wieder ein bisschen unruhiger gerade, ne, irgendwie. Pilotenwelt gibt nochmal Feedback. Ja, das habe ich tatsächlich auch so wahrgenommen. Ich hatte Matthias jetzt weiter nicht mehr gelesen. Er hatte eine Frage gepostet. Du hast geantwortet, aber dann kam nichts mehr. Ne? Danke auf jeden Fall für deine Unterstützung. Vielleicht hat es dem einen oder anderen noch geholfen, jetzt im Nachgang auch. Ne? Jörg, danke schön für 100 Volleys. Vielen Dank. Antwerpen hat bei mir auch geruckelt, statt NC. Ja. Relativ groß. Ja, ist immer relativ, ne? Dirk. So, ist der Fliegerfan wieder da? Simulator war abgestürzt. Ist es nicht zu kalt für Shorts? Roy! Werni ist am Aufholen, sehr gut. Offenes Cockpit, brauche ich keinen Aschenbecher. Sehr gut. So. Das ist ein Airport, aber nur knapp 2000 Fuß groß.
Gras. Sogar nur Gras. Was, hier hat Rico mal gearbeitet? Bei Total. Okay. Wie schnell bin ich überhaupt? Ja, hält die Geschwindigkeit. Sehr gut. Hier aus, ne? Wo kommen wir denn da hin? Schön. So, der Fliegerfan steigt was. Moment, ich habe hier gerade nämlich bei mir noch eine Einstellung gemacht, hier bei mir auf dem Kanal. So, jetzt. Ah, schön, schön entspannt heute, schreibt auch Mario, genau. Ich dachte nämlich gerade, ist echt entspannt heute, ne? Und mal aufs flache Land raus wieder, ne? Tatsächlich, ich bin ja eher Fan so von ein bisschen bergig, hügelig, ne? Mindestens hügelig. Mit schönen Flüssen durchzogen und so weiter. Verschneite Bergspitzen und so. Aber das hatten wir halt jetzt tatsächlich die letzten Male. Über unsere Andentour natürlich nonstop. Und deswegen der krasse Kontrast. Und natürlich einmal auch, um das City Update 5 ein bisschen mitzunehmen. Ne? Aber entspannt, absolut. Mario, sehe ich auch so. So, Werni kommt näher. Ich kann den Haufen schon sehen. Wann landen wir? Wann sind wir da? Martin braucht einen Kaffee. Ja, gleich, ist gleich soweit. Mit der S4 ist es immer entspannt, schreibt Hans. Ja, stimmt voll, ne? Also ja. Das ist tatsächlich sehr angenehm. Ein sehr angenehmes Fluggerät. So, was schreibt der Fliegerfan? Moment, hast du schon gewusst? Am 2. Januar Tokio. Oh ja. Ja, ja, klar. Hier, der Crash, ne? Meinst du? Natürlich eine ganz, ganz krasse Sache. Wer da Infos dazu möchte, ne, und sich da mal ein Video reinziehen möchte, wo viele Details schon erklärt werden und so weiter, ne, natürlich auch mit dem nötigen Abstand dazu und Respekt, aber auch mit wirklich Detailinformationen, dem kann ich das Video hier von Aeronews Germany empfehlen. Da gibt es ein relativ aktuelles Video dazu. Gucken hier. Vom 17. Ja, genau.
jetzt drehen wir hier schon langsam ein, ne? Oh, ich muss mal schnell schauen. Genau, jetzt haben wir da noch einen Wegpunkt, einen NAV-Punkt und dann geht es hier auch schon langsam aber sicher in den Landeanflug über. So, ich lande mit ILS-Hilfe. Aber manuell. Ja. Also hier in dem rein in den Chat sieht man nur bei der Zwischenlandung wechsle ich auf die 14, schreibt Hans, okay. Aber nicht den Gleitfahrt. Und Bernie ist auch jetzt dabei, sehr stark. Hat aufgeholt. In die Außenansicht gehen. Wolf R ausblenden. Also da ist nochmal die Landelicht dran. Der gute Bernie, sehr stark. So, dann blenden wir das hier nochmal ein. Und ich brauche schon mal Flapstufe 1 machen. So, jetzt kommt es rüber. Das ILS. Eine durchgeknallte Buchstabensuppe, wenn alle da sind, ja. Das ist richtig. Und beim Anflug empfehle ich natürlich auch wieder, die Namensschilder auszublenden. Ja, ich meine, da vorne ist schon die Landebahn, kann das sein? Hier, guck mal. Ja, hier gehen wir gleich runter. Das ist der Militärflugplatz EHWO in Münstrecht. So, aber ganz entspannt, ne? Ganz entspannt. Jetzt kriegen wir gleich nochmal den Knick. So, Martin schreibt, stimmt, klasse Video. Ach, hier, ja. Zu dem Thema mit dem... mit dem A350 Crash da in Japan, ne? Das... Ja, absolut. Also, Pascal hat er wieder... Also, ist krass. Der Typ ist einfach krass. Ohne Witz. Kann ich absolut empfehlen. Flapstufe 2. Natürlich. Hatte er da seinerzeit das Vergnügen, mich mit ihm da auch ein bisschen auszutauschen. Er war ja Teil der Veranstaltung von dem 40-jährigen Jubiläum des Microsoft Flight Simulators in Berlin, wo ich auch war. Und davor und nach den offiziellen Teilen war ja jeder immer da und immer greifbar. Und war mega interessant auf jeden Fall. Und ja. Auch dieses Video einmal mehr. Richtig gut. So, jetzt sind wir hier im Endeffekt schon. Und jetzt sehe ich schon nicht mehr, ne? Mit den ganzen Namen vor mir. Ich blende jetzt hier einmal die VFR aus. Und dann muss ich leider auch eure Namensschilder schon mal ein bisschen ausblenden. Windräder im Anflug. Ja. So, Fliegerfan ist auch wieder am Start. Sehr, sehr gut. Jenseits Rückgewinn, Mensch. Sehr, sehr gut. So, pass auf, da muss ich schon mal ein bisschen einstellen, ne? Jetzt werden wir jetzt gleich runterkommen. Das ist schon ein bisschen viel. Auch eine gute Ansicht haben. Ich muss von der anderen Seite, wie gesagt, keinen Sinn. Mal ganz kurz einblenden. Ja, geht einigermaßen, ne? Geht einigermaßen. Boah, Wahnsinn, oder? Also ich denke mal, auf dem Airport haben wir jetzt weniger Stress, was die Performance angeht, weil das ist ein Standard, also es ist nicht Brüssel, es ist nicht New York oder sonstige Geschichten, ja? Und natürlich mega Rückenwind, ja, das war eigentlich ja, zu erwarten, wenn wir von der Seite aus anfliegen. Nein, von der anderen Seite, das macht ja keinen Sinn. Das ist natürlich ungünstig im Rahmen vom Live-Wetter. Aber es lässt sich leider
dann nicht immer nochmal umswitchen, ne? Beziehungsweise alles realistisch abbilden und anfliegen. Und das, also in den Events meine ich jetzt, ne? Das ist natürlich klar. Und bleibt natürlich jedem frei, auch von der anderen Seite her anzufliegen, ne? Ganz klar. Oh, ich glaube, du fliegst schon einen Bogen da vorne, oder? Hör mal, hast du noch was geschrieben? So, ja, mit Live-Wetter, wenn ihr von der Gegenseite anfliegt, ist es geschickter, ne? Martin, genau, geht den Weg. Enzi auch, lese ich hier gerade. Ja, 24 Knoten Rückenwind, da hast du halt schon Stress, ne? So fliegst du eigentlich bei Live-Wetter dann den Flug, den Airport nicht an, ne? Ganz klar. So, dann schalten wir hier mal aus, ne? Und nehmen hier mal ein bisschen Fahrt raus. Ein bisschen Schub raus. Dann schon mal gute Landung, ne? Vorab. Ich sitze hier ja komisch in der Mitte. Mal ein bisschen die Sitzposition nachjustieren. Ja, Flatstufe 2 ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben für den Gegnerflug, aber ist egal. Jetzt bin ich so weit auf Landekonfiguration. Jetzt tue ich die Flaps nicht mehr ändern. Das passt auch so. So, jetzt muss ich einfach warten, bis ich das ILS habe und muss hier natürlich 67. Die ersten stehen schon hier, ich sehe sie. Die ersten Maschinen. So. Bin immer noch oberhalb vom Gleitpfad, ich kann nicht drüber. Das sind anstropisch ein dreimal grün. Und dann kann ich jetzt rübergehen. Ich baue beim Rüberfliegen ein bisschen Höhe ab. Es geht. Gut, ich würde sagen, wir sammeln uns hier einfach so, ne, wo gerade schon die Maschinen hier stehen. Kann ich ein bisschen auf die Wiese ausweichen. Also nicht die Befeuerung, das sind die anderen Flieger. Wobei ich jetzt doch... Jetzt abfangen auf dem Landekurs. Nichts Offizielles auf jeden Fall. Ich nehme es trotzdem mit. Ich bin unterhalb vom Gleitpfad, das ist gut. Ach du Schande. So, Namensschilder wieder an. Haki ist sicher gelandet. Sehr gut. Pevo kommt rein. So. Sehr stark. Kopflos ist noch am Überlegen. Oder überfliegt erstmal.
Ich gehe mal in die Drohnenansicht, um einen guten Überblick zu bekommen hier. So, wieder nach rechts, links. So, mit der FA-18 kommt noch einer rein hier. Oh, Vorsicht! Sehr gut. Dauerregen, auch ganz entspannt hier, ne? Oh je, ich hab was. Wigger steht schon am Startpunkt. Hans hat sich auch hier platziert am Kiosk. Okay, jetzt kommt. Ja, die sieht Höhe ganz gut aus. Ich glaube, es sind langsam alle da. Patrick hier hinten, ne? Also gibt es jetzt dann Schweinshaxen. Messer rollt auch zurück. So, der eine oder andere fliegt noch von der windtechnisch richtigen Seite entsprechend rein. Ich weiß nicht, ist... Ach, hier, Enzi ist schon da, genau. Und Martin ist ja auch schon da. Noch nicht gelesen. Jetzt hier, aber es überschneiden sich ja auch wieder die Namen alle. Ich sehe ihn jetzt hier auf jeden Fall nicht auf den ersten Blick. Das gibt eine schwierige Landung. So, aber dann stelle ich mich hier mal drohnentechnisch so auf, damit hier alles zu sehen ist. Einigermaßen. Und so, pass auf. Jetzt gucke ich mal rein in den Chat. Alles gut bei euch? Leo, grüß dich. Hi. Ja, circa eine Stunde, ne, wenn wir noch haben. Gehe ich davon aus. Denn wir fliegen jetzt dann das zweite Teilstück des heutigen Events. Gerne anschließen, ja. In der Videobeschreibung stehen sämtliche Details, auch dort, wo wir jetzt sind. Wir sind am Militärflugplatz in Wönstrecht, EHWO, und werden dann jetzt da in 5 Minuten circa von Startbahn Nummer 7 abheben. Donut Time, United, klingt nach dem Plan. NC einmal Keramik, jawohl. Also, kurz Päuschen. Blendelicht aus. Mit Schuss Kerosin, ja. Ach, hatte ich ja schon geschrieben. Heute im Angebot eine typisch niederländische Spezialität, geröstet mit Hilfe meiner Turbinen. Greift zu. Einmal Schweinshaxen bei Patrick hinten links. Also am Flugzeug, nicht an ihm, ne? So, und bei Live-Wetter geht's wohl gleich ins Unwetter. Oh weh. Oh weh. Okay. Hab euch zugeschaut, war cool. Marc, dankeschön. Beim nächsten Mal bin ich wieder mit dabei. Das will ich doch hoffen, ne? Aber wie gesagt, wir sind erst bei der Zwischenlandung. Gerne dabei bleiben. Wir starten von hier aus gleich Richtung Den Haag. So, dann gehen wir hier mal ganz kurz auf den Pausebildschirm. Funktioniert das heute alles? Ja, ne, warum auch nicht? Sieht gut aus. Der Chat holt ein bisschen nach jetzt hier, sehe ich. Der rattert jetzt hier durch bis zum aktuellsten Eintrag. Und ich mache mich auch mal ganz kurz vom Acker. Ich lege euch ein bisschen Musik aufs Ohr. Und ich hole einen Kaffee. Was machen wir denn ein bisschen? Was machen wir denn ein bisschen? Komm, wir gehen mal in die Richtung hier. Moment. Was sind wir denn? Ja, komm. Nehmen einmal den hier mit. Können wir ein bisschen leiser machen, aber ne? So. So, lassen wir mal laufen. Bei Hans gibt's Kässpätzle. Sehr stark. So, kurzes Päuschen. Ich bin gleich zurück. Und dann geht's weiter hier, ne? Dann kommt auch der Newsblock und so weiter, ne? Also ja. Bis gleich. Leo kommt auch dazu. Sehr cool. Freue ich mich drauf. Bis gleich.
So. Würstchen. Was gab's hier? Kaffee gab's was Gutes. Lecker Schweinshaxen, schreibt Cat Dad. Nico zieht sich ein Käffchen. Höchstchen, United! Sehr, sehr gut. Da! Alle da? Oh, Matthias schreibt hier. An Pilotenwelt, guck mal. Ah, musste kurz raus, jetzt sieht er die Tipps nicht mehr. Also Pilotenwelt, gerne nochmal reinballern hier. Alles klar, stimmt euch gerne ab. Es ist noch Bier dabei, Christian. Danke, ich hab noch. Danke, ich hab noch. Aber ja, an all diejenigen welche, ne? So, pass auf. Dann würde ich hier einmal... Wir gehen mal hier rein. Dann ist es ein bisschen größer für euch. Passt doch, oder? Ja, passt auch. Was wollte ich machen? Hier einmal zurück in die Cockpit-Ansicht. Beziehungsweise extern. Hier ist ordentlich Radau auf jeden Fall schon mal am Start. Und dann rollen wir doch schon mal vor, wie lang ist denn die Startbahn hier? Ja, komm. Da wenn wir hier uns gleich hinstellen, dann reicht das doch dicke, oder? Dann reicht das doch dicke. Ich roll schon mal, ne? Ich roll schon mal hin und verharre erstmal dort, bis wir alle da sind, ne? Ja, Blitz, gerne. Kommt gerne mit dazu. Sehr schön. Am EHWO sind wir. Leo, also kannst auch gerne jederzeit die Videobeschreibung zu diesem Livestream öffnen. Da sind alle Details drinnen. Aber da ist natürlich viel Text erstmal, ne? Weil eben alles drin steht. Ich muss wieder von der anderen Seite starten, das macht keinen Sinn. Von daher, wer hat es gerade geschrieben? Der Blitz hat es geschrieben, ne? EHWO. So. Mal schauen, wir hier einmal rein. Im Tank. Ja, gehen wir auf die Linke. Ich auf die Linke. So. Halt auf den Rechte. Das hier alles. Passt alles so weit, mal gleich nochmal drüber schauen. Okay, dann machen wir mal die Mucke aus, ne? Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Oh mein Gott. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. EHWO, ne? Ja, er hat schon gestimmt. Der Blitz fragt ja nochmal nach, ja. Versuch noch mit reinzukommen. Ja, ja, lass dir, ne? Also ja, 2-3 Minuten. Wir müssen uns hier ohnehin erstmal sammeln. Ich gehe mal in die Außenansicht. Denn wir wollen hier ja die Startposition wieder einnehmen. Das ist halt mega laut. Vielleicht gehe ich doch nochmal in die Drohnenansicht, bis wir wirklich alle dastehen. Da habe ich natürlich auch den besten Überblick. Ne, so wollte ich nicht. Da wollte ich hin. Ja, ist schon krass viel los hier gerade, ne? So, da warten wir jetzt mal. Also, wir starten so von hier aus. Ihr könnt natürlich euch platzieren, wo ihr wollt, ne? Also, keine Frage. Macht es nach Belieben. Und... Ja, ich bin hier so auf halbe... Nicht mal, ne? Im hinteren Drittel. Genau, oder von der anderen Seite, ne? Wenn er mit Live-Wetter startet gegen den Wind, dann startet er sowieso von der Seite hier, wo sich der Martin gerade hin bewegt, ja? Und noch der eine oder andere gerade aufbloppt. Also ja. Macht das nach Belieben.
Ich halte mich an den ursprünglichen Plan. Ich fliege aber auch nicht mit Live-Wetter, ne? Also macht das, wie ihr das machen möchtet. Und dann geht's hier gleich los, ne? 2-3 Minuten. Leo ist dabei, sehr stark. Starte gegen den Wind. Aber von hier aus auch, okay? Ja gut, er braucht hier scheinbar keine lange Startbahn, der Insi. Sehr gut, sehr gut. So, Matthias schreibt hier nochmal, Pilotenwelt, danke nochmal fürs Wiederholen auch an der Stelle, ne? Genau, ich drücke die Daumen, Matthias, dass das klappt mit den Tipps. Und du die Darstellungsprobleme da in den Griff bekommst. Ja, muss ja irgendwie lösbar werden, ne? Oder sein. Blende Lichter an. Taxilicht aus. Ich glaube, der hat gar kein Taxilicht gehabt. Und Frederik hat noch einen Flugzeugwechsel hingelegt. Und Start. Sehr gut. Ich scroll gerade bloß noch mal ein bisschen hoch. Motoren anlassen, schreibt Martin auch, ja. Wegen der Routenführung, ne? Oh, ja, dass die dann flöten geht. Genau, so da war ich. Oh, ist der Wind heftig. Und hoch. Köpfe runter, ich starte in eure Richtung, schreibt Martin. Sehr gut. Geh ab. Flaps ab. Und Tiefflug. Der Pro-Flight-Joke ist absolut enttäuschend, schreibt Frederik. Pro-Flight-Joke. Mal gucken hier. Ach hier, von Logitech. Oder? So. Meine Footbrecher zurück, Drehzahl zurück. Das müsste zurück. Der sein hier. Nochmal eine Kehrtwende, damit die... Hochfall-Block-System. Ja gut, da habe ich tatsächlich keine Erfahrung mit. Da das Ganze nicht Richtung mit der Xbox kompatibel ist, weil ich immer darauf achte, dass wenn ich mir sowas hole, dass ich dann auf beiden Systemen unterwegs sein kann, da ich ja zu 90% auf Xbox hier unterwegs bin. GPS. Ist mir das natürlich immer wichtig. Und warum ist der so schlecht, meinst du? 2 Wochen alt und funktioniert schon nicht mehr richtig. Na, das ist natürlich ätzend, aber hast du doch bestimmt noch Garantie drauf, oder? Da kannst du doch bestimmt noch was machen. Da kannst du doch bestimmt noch was machen. So, Matthias schreibt, ja, es sieht echt komisch aus, die Darstellung. Ja, sollte sich was machen lassen. Ne? Also, ich meine, du siehst jetzt hier auch im Livestream, wie es aussehen kann. Ne? Von daher... So, Rico schreibt, bei mir zeigt es die Namensschilder nicht an. Enzi antwortet direkt, vielleicht, weil alle so dicht zusammenstehen. Das ist ein Punkt, ne? Also, wenn man ganz nah zusammen ist. Guck mal, die hier im Nahbereich, da sehe ich auch keine Schilder von. Siehst du überhaupt keine Namensschilder? Dann kann es natürlich auch sein, dass sie deaktiviert sind bei dir, ne? So, ich glaube, ihr seid soweit, oder? Moment, das war noch keine Frage in den Chat, ne? Das war noch keine Frage. Bitte, bitte, das war noch keine Frage. Ich muss erst was gucken. Ich muss erst noch was gucken. Tiefflug. Bitte keine Eile, bitte keine Hetze. Hier, ne? Wir wollen uns nicht hetzen. Wir wollen uns entspannen hier. So, was habe ich noch trimmungsmäßig eingestellt? Das sind 4%, da will ich ja auf 3 gehen. Die 1000 müssten noch eingestellt sein. Genau, da habe ich nichts verändert. Das passt. Okay. Landescheinwerfer sind natürlich an. Die vergesse ich auch wieder. Okay, Auto-Pitch ist auch an. Gut. Joa. Sieht, also bei mir sieht es ganz gut aus soweit. Was wollte ich genau? Der Wind oder ne, ist heftig. Das ist böig ohne Ende. Europa-Westen sind wir. Sobald man ein bisschen Höhe gewinnt, wird es ruhiger.
Bei mir unten. Wir sind am Fliegen, nicht auf der Flucht. Ah, bei Nico passt es jetzt. Okay, alles klar. Das Live-Wetter macht leider nicht mehr mit. Von Turtle Beach gibt es bald neuen Hotas, ja. Wenn die von Porsche 30 müsste ausreichen. Ah, Mario hat es hier schon geschrieben, genau. Allgemeine Option, Verkehr, Namensschilder einschalten. Und jetzt passt es anscheinend. Okay, dann waren die wohl deaktiviert. Bei Rico, sehr gut. Oh, ist das windig. Schalt mal vom Pausebildschirm um. Nebel? Ja. Jetzt hetzt mich doch nicht so. Ui, was war das? Europa Westen. Sehr gut. Die Triebwerke langweilen sich. Okay, mein Gott. Einmal auf Vollbild. Und dann gebt mir mal bitte ein Go in den Chat. Damit ich weiß, dass ihr bereit seid. Gebt mir mal bitte ein Go in den Chat. Kenne ich nicht, ich flieg gerade. Nicht, dass wir jemanden zurücklassen hier. Und dann geht's rein in den zweiten Teil unseres 70. Community-Events von Brüssel nach Den Haag. Wir befinden uns am Zwischenlandeplatz, am Militärflughafen in Rönstrecht am EHWO. Und starten da jetzt gleich. Und dann geht's Richtung Nordsee raus, ne? Weißt du Bescheid? Ich hoffe, ihr habt gut gegessen und gut getrunken jetzt hier. Die Kaltgetränke aufgefüllt. Ich fülle hier auch gerade nochmal nach, also mich. Prost. Prost. Ah, sehr gut. So, und ich lese Ghost im Chat. Dennis, grüß dich! So, pass auf. Ja, ich sehe schon, ihr habt Bock. Velocity One Flight sehr empfehlen von United 96. Ja, kann ich anschließen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fliegt los, ich hole euch ein, schreibt Frederik. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, geht's los. Guten Start jetzt erstmal, ne? Ich gebe jetzt Schub. Auf geht's. Zweites Teilstück. Wir sind unterwegs. Und go. Wo ist er hin? Wo ist er weg? Oh! Ja, das Klima ist ein bisschen zeitverzögert. Ich bin gerade drüber geflogen. Wir gehen jetzt auf 1000 Fuß circa, ne? Also ich für meinen Teil. Aber ich habe das schon längst hinter mir. Gehen direkt auf Kurs. Meine Footpressure 30 reicht eigentlich. Da muss man auch gleich zurückgehen, dass er meine Footpressure 30 bleibt. Und jawohl, sieht gut aus. 2, 3. Gau. Drehungen. Und jetzt den Monster. Den wieder einordnen. Jetzt fliegen wir hier einen kleinen Bogen erstmal. Und dann geht's raus Richtung Nordsee. Ich schalte jetzt hier den Autopiloten mal ein. Wupp. Und wupp. Zack und zack. Jo, das reicht. Bin ja schon fast auf der Höhe, die ich erreichen möchte. Die Niederländer, ne? Saftigen Wiesen. Und ertragreichen Felder. Und hier. Was ist denn hier passiert? Ach du meine Güte. Ist das ein Bug oder soll das so? Babbel das Fahrwerk ein hier. So macht man das nicht. Sehr gut. NC, was geht ab? So, pass auf. Ich muss mal hier, bevor ich nicht mehr dran denke, die Landescheinwerfer einmal deaktivieren. So, sehr schön. Ich bin die F-35. Alles klar, Leo.
Dann werden wir gleich mal gucken hier, wo wer unterwegs ist. Ich nehme mal ein bisschen Schub raus, ne? Mal gucken, wo wir so in etwa rauskommen jetzt mit der Einstellung. Ich habe vorhin gar nicht geguckt, was ich hatte. Das ist fast ein bisschen wenig vielleicht. Nimmt mir hier zu schnell ab. Weil weniger Airspeed als 120 möchte ich auf keinen Fall haben. Also wenn man das sieht so, dann gucke ich auf meinen zweiten Monitor, wo im Anderen Stream drauf ist. Da habe ich jetzt halt gar nicht so viel davon mitgekriegt. Ja. Ich glaube, so passt's. Limes! Sehr stark. So, jetzt fliegen wir hier schon den Bogen. Ich mache mal die VFR nebenbei mit auf. Und dann geht's langsam aber sicher raus Richtung Nordsee. Genau. So, und dann würde ich mal sagen, ich habe ein bisschen was vorbereitet an Informationen. Landescheinwerfer sind aus. Also die grüne Schrift, das sind die, wo in meinem freundlichen Sinne sind vom Flugsimulator, und die orange Schrift sind die andere. Mit Funkenflug ist zu rechnen. So, sehr schön. Pass auf. Jetzt, es gab diverse, es gab zwei Development-Updates, ne? In den letzten 14 Tagen. Das Team rund um den Microsoft Flight Simulator ist aus dem Winterschlaf erwacht. Aber nur so halb, weil viel Neues gab es eigentlich noch nicht. Denn alles fokussiert sich natürlich auf den Zeitpunkt jetzt Ende diesen Monat. Denn es wird am 31. Januar einen Livestream geben, einen Development-Livestream. Und da möchte ich ganz kurz mal ein bisschen auch die Development-Updates mit einbeziehen. Ich mache hier mal mein Fensterchen auf. Also nicht das hier neben mir, sondern das hier vor mir. Und zwar müsstet ihr das jetzt hier gleich sehen. Fenster, wupp. Genau. Mein Mäuschen ist auch zu sehen. Jawohl, sehr schön. So, pass auf. Und ja, die Development Updates, derer zwei gab es. Einmal am 11. Januar und einmal am 18. Januar. Und die gehen wir jetzt hier mal ganz kurz der Reihe nach durch. Wir schauen uns das am 11. an. Unser letztes Community-Event war vor diesen beiden Updates, deswegen binde ich beide mit ein. Was war da Thema? Und zwar war ein cooler Screenshot im Übrigen, ne, hier. Also wer da mal mitmachen möchte, über die Seite kannst du hier auch einen Link entsprechend finden, um bei diesem Contest da ein bisschen immer mitzumachen hier, ne. Wer gute Screenshots erstellen möchte, der kann hier dran teilnehmen und namentlich erwähnt bzw. gezeigt werden mit seinem Screenshot. Wer das möchte, kann sich da im offiziellen Forum mal ein bisschen schlau machen. Den hier finde ich ziemlich cool. Was meint ihr? Der ist doch ziemlich gut geworden, oder? Finde ich gut. So, 11. Januar, Entwicklungsupdate. Ich habe über den Browser hier übersetzen lassen. Ne? Also nicht wundern, wenn da manchmal ein bisschen hakelig übersetzt wurde, aber ich glaube, so ist es immer noch besser als komplett auf Englisch. Deswegen haben wir das hier mal so gemacht. Und ja, man konnte sich bewerben, und zwar um einen Alpha-Test für das World Hub. Ja? Dieser Zeitraum ist jetzt schon abgeschlossen, also nicht falsch verstehen, man kann das jetzt nicht mehr machen. Man kann sich da zwar noch registrieren und so weiter, aber der offizielle Aufruf ist natürlich jetzt schon 2 Wochen her und dementsprechend schon vieles durch. Da werden wir im nächsten Teil dann, also im aktuellsten Development-Update, dann auch ein Feedback dazu lesen, was bis dahin geschah. Also das war auf jeden Fall möglich, sich für das sogenannte World Hub berücksichtigen zu lassen. Was ist das World Hub? Das World Hub ermöglicht es, jemanden zum Beispiel auf Standardflughäfen im Microsoft Flight Simulator Nacharbeiten durchzuführen. Ja, also zum Beispiel Dinge zu platzieren, die dort halt nun mal sind. Das können ganze Gebäude sein, das können aber auch einfachere Dinge sein, die einfach auf diesem Airport vorhanden sind. Beispielsweise ihr habt einen regionalen Airport bei euch irgendwie um die Ecke und ihr wisst, pass auf, da und da steht diese Hütte noch am Rand dazu. Dann könnt ihr über diesen World Hub entsprechend darauf Zugriff nehmen, müsstet das dann einreichen und genehmigen lassen, und dann könnte es sein, dass eure Änderung irgendwann tatsächlich im Microsoft Flight Simulator auftaucht. Also eine ganz coole Sache an sich. Und für diese Alpha, also ein ganz frühes Tool im Endeffekt vom Entwicklungsstand her, kann man jetzt schon begleiten, und dafür konnte man sich bewerben.
und entsprechend daran teilnehmen. Dieser Zeitraum ist jetzt im ersten Step schon vorbei, aber wer sich dafür interessiert, der kann da natürlich nach wie vor sich mit einbinden bzw. Interesse bekunden und dann vielleicht auch trotzdem noch mit reinrutschen. Deswegen wollte ich das hier ganz kurz erwähnen. Und außerdem wurde dann am 11. Januar auch erstmalig angekündigt, eben wie gerade schon erwähnt, der nächste Entwickler-Livestream für den 31. Januar. 10.30 Uhr PT, 18.30 UTC, also am Ende 19.30 Uhr bei uns in Deutschland am 31. Januar. Ja? Den Termin gerne schon mal vormerken. Und auch dort konnte man im Vorfeld Fragen formulieren, die man gerne dort im Livestream behandeln lassen möchte. Ob das dann drankommt, ist natürlich eine ganz andere Sache, aber man kann sich auf jeden Fall mit einbringen, und wenn eine bestimmte Frage, die du stellst, öfter Teil dessen war, was andere auch gerne wissen möchten, dann kann es gut sein, dass deine Frage dann mit aufgegriffen wird und du quasi während des Livestreams eine Antwort darauf bekommst. Ja? Das ist im Übrigen im Vorfeld jedes Livestreams so von den Entwicklern, dass ihr, weiß ich, 4 Wochen, 6 Wochen vorher, je nachdem wie sie es halt ankündigen, die Links zu diesen ganzen Development-Updates findet ihr übrigens in der Videobeschreibung, dass ihr darauf Einfluss nehmen könnt, also dass ihr daran quasi mit eurer Fragestellung teilnehmen könnt. Wie gesagt, ob es dann wirklich übernommen wird, ist eine andere Sache. Ihr wisst, da schreiben natürlich viele Leute hin, und wenn es eine sehr geringe Frage ist von deren Einschätzung her, was die Gewichtung angeht, dann wird die da wahrscheinlich nicht berücksichtigt. Aber die Chance besteht zumindest mal, und warum soll man sie nicht nutzen? Ne? Insofern da immer gerne daran teilnehmen. Link dazu, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, allgemein auf die Development-Seiten hier, damit ihr euch da auch mal im Nachgang noch mal reinlesen könnt. Und ja, dann wird wieder Jörg Neumann, der Sepp und Martial wird dann wieder Stellung dazu nehmen. Wird wieder eine Stunde 30 sowas gehen. Wie gesagt, am 31. Januar 19.30 Uhr, wer sich das ansehen möchte, kann den Termin sich schon mal vormerken. Ist ein Mittwoch, glaube ich. Wenn ich das richtig habe, warte mal, Kalender. Ja, ist ein Mittwoch, genau. So, und dann gab es natürlich im Rahmen des Development Updates vor 14 Tagen auch wieder ein Marktplatz-Update. Ja? Das hatte er pausiert. Und da kam die Vulkan tatsächlich mit in auf den Marktplatz für Xbox und PC. Ich weiß nicht, wer hat sich die Maschine geholt? Gerne dazu einmal Feedback in den Chat, wie es da aussieht, ob ihr da ja, aktiv wurdet, sagen wir mal so, und euch die Maschine geholt habt. Ist von Just Flight, also auch ein Entwicklerteam, das immer ja, im Normalfall gut abliefert, ja. Und wo man schon einiges davon erwarten darf, tatsächlich auch. Wenn man mit Flugmodellen dieser Art gerne unterwegs ist, ist es sicherlich ein Blick wert. Ja, da gibt es auch einen Trailer dazu. Ich weiß gar nicht, war der hier mit bei? Ja, den gibt es auch hier, also kann man sich entsprechend angucken. Darüber hinaus gab es aber natürlich, also 32,99, glaube ich, kostet die am Marktplatz. Warte mal, steht das hier irgendwo mit drin? Beziehungsweise, warte mal, kommt das da unten auch? Weiß ich doch, 32,99, genau. Am Marktplatz erhältlich diese Maschine hier. Ja, da ist natürlich vom Screenshot her noch nichts hinterlegt, was die Sternebewertungen und so weiter angeht. Aber ich glaube, die Maschine ist so allgemein nicht schlecht. Wie gesagt, wenn man auf ja, mit Maschinen dieser Art gerne unterwegs ist. So, dann gab es natürlich noch weitere Inhalte, aber die sind relativ überschaubar. Es gibt ein paar Liveries. Ich weiß nicht, für die Tante Ju hat sich da der ein oder andere vielleicht ein Livery-Paket geholt von Nova Wing 24. Ich weiß es nicht. Das sind wieder so Pakete, da sind irgendwie 4-5 Liveries drin für 5,49 €. Und dann bietet er ein Paket 2 an und ein Paket 3. Und wenn wir uns gleich das nächste Development-Update, also das aktuellste Marktplatz-Update uns anschauen, dann sind ja, von denjenigen wieder neue Livery-Pakete drin. Ah, ich weiß nicht. Immer 5,50 € für 4-5 Liveries. Und dann gibt es noch ein Paket, das das gleiche kostet. Und noch ein Paket, was das gleiche kostet. Ah, ich finde das immer schade, ja, dass man dann aus den Livery-Paketen so Stückelungen macht.
einfach um offensichtlich halt dann noch mehr dran zu verdienen oder wie auch immer. Ich will da nichts unterstellen, aber ihr kennt da meine Einstellung dazu ja mittlerweile. Ich finde das immer so ein bisschen, hat so ein bisschen Beigeschmack, finde ich. So, hat sich das jemand geholt? Auch dazu gerne mal Feedback. Tante Ju, haben wir den einen oder anderen Piloten mit am Start, der da gerne mit dabei ist. Und ja, sich vielleicht interessiert hat dafür. Ja, das sind ein paar Liveries mit dabei. Ich habe es mir angeguckt. Holen werde ich mir sie nicht. Ja, aus genannten Gründen ganz einfach. Ich versuche das immer ein bisschen zu vermeiden tatsächlich. So, dann gab es ein paar andere zusätzliche Airports und Szenerien natürlich noch. Im Großen und Ganzen gehe ich da aber natürlich jetzt nicht so im Detail ein. Aber wenn es teilweise dann wirklich interessante Sachen gab, dann möchte ich die schon erwähnen. Es gab zum Beispiel auch für den Discus noch ein Update von God Friends, ja, für den Segler. Den hat ja auch der eine oder andere von uns. Und ja, so gab es halt diverse Updates und neue Inhalte. Und das war es eigentlich auch schon. Es gab keine Informationen zur Roadmap, es gab keine weiteren Informationen zu irgendwas. Man hält sich da etwas bedeckt, natürlich auch mit dem Wissen, dass eben jetzt Ende diesen Monat dieser Livestream kommt mit dem Development-Livestream und dass da natürlich man sich die wichtigen Details auch aufsparen möchte. Aber es wäre schon mal interessant zu wissen, was ist denn jetzt mit dem nächsten World-Update, was eigentlich Ende Januar angekündigt ist. Ja, seit Dezember oder November, seit der letzten Roadmap halt. Kommt da noch was oder kommt da nichts? Ich tippe ja eher auf Letzteres. Ich vermute mal, dass wir da erst zum Livestream neue Informationen bekommen und sich das irgendwie in den Februar rein manövriert. Aber das werden wir das, denke ich, alle dann sehen zu gegebener Zeit. Wir gehen jetzt hier mal auf den 18. Januar. Das ist also das aktuellste von dieser Woche. Und hier wurde dann eigentlich auch nur noch mal ein bisschen wiederholt. Klar, es gab dann Updates zu der Expert Series 1, zu den ATR-Maschinen. Ja, das ist vielleicht interessant. Wer da noch nicht gezogen hat, der kann hier mal auch gerne reingucken, um da eventuell sich das Update zu ziehen. Auch zur Famous Flyer Nummer 7, zur MU2, gibt es ein aktuelles Update. Wird natürlich immer nur angeboten bei euch im Inhaltsmanager bzw. in Sim, wenn ihr die Maschine auch bereits installiert habt. Ansonsten ploppt da ja gar nichts weiter auf. Deswegen möchte ich es gerne hier erwähnen. Ich bin mittlerweile nämlich auch soweit, dass ich Inhalte, die ich aktuell nicht nutze, Nick, was ist denn da los? Inhalte, die ich aktuell nicht nutze, dass ich die nicht installiere, also halt deinstalliere wieder, um einfach ein bisschen Platz zu schaffen und auch zu vermeiden, dass sich irgendwelche Inhalte gegenseitig blockieren oder beeinflussen. Soll es ja geben, ja? Deswegen hier der Hinweis, also wer die MU2 hat, die Famous Flyer Nummer 7 von Mitsubishi, der sollte mal drauf gucken, falls er da auf ein Update gewartet hat. Es ist ab sofort eins verfügbar. Und ja, im Grunde wird da nur noch mal auf den World Hub eingegangen, auf die Ankündigung im letzten, ihr erinnert euch, ja? Dass man jetzt die E-Mails mal checken sollte, denn die ersten Einladungen wurden verschickt mit weiteren Anweisungen und so weiter. Und dann wird hier noch mal auf den Livestream eingegangen, dass der denn da ist. Und das war es dann eigentlich auch. Ja. Insofern sind die News eigentlich sehr überschaubar. Es gibt dann noch natürlich das Marktplatz-Update. Das sind eben diese Updates zu den beiden genannten Maschinen, also zu den ATR, das sind ja zwei Maschinen insgesamt, und zur MU2 von Mitsubishi. Die schneidet gar nicht so gut ab hier, ne? Gucken wir. Ja, naja. Und ansonsten gab es hier, ich weiß nicht, Inhalte, die, da tue ich mich schwer einzuschätzen, neue Livery-Pakete, eine Drohne, keine Ahnung, Racing-Drohne, ob die was kann, ob man das möchte, ob man das braucht, ich weiß es nicht. Ist sicherlich auch mal ein Spaß, sowas zu machen. Weiß ich nicht, ob sich jemand geholt hat. Und dann hier die angesprochenen Liveries wieder, ne, vom gleichen Anbieter. Da sind halt 5 weitere drin zum gleichen Preis, wieder 2 Pakete. Und verschiedene, ja, Challenge hier, Rescue, keine Ahnung. Habe ich irgendwie auch keine Meinung zu. Gerne Feedback, falls jemand Inhalte aus dem aktuellen Marktplatz-Update sich geholt hat und dazu was sagen kann, dann haut's hier gerne in den Chat.
beziehungsweise unten in die Kommentare, falls ihr euch diesen Livestream hier als VOD im Nachgang reinzieht und vielleicht Erfahrungen gesammelt habt, dann kommt hier gerne einmal drauf zurück. So, dann gab es natürlich diverse Updates auch wieder, ne? Zum Beispiel zur Constellation von Redwing und so weiter und so fort. Zu verschiedenen Liveries von PMDG. Ach, lieber Gott, passt schon. Was war das hier? Parallel 42 zum Campout. Airport hier 42BC. Ja, diverse Updates. Gerade zu den Airports sicherlich immer vielleicht ein Beitrag dazu, dass sie auch besser laufen, ja. Insofern macht das auf jeden Fall Sinn, da mal drüber zu gucken. Wie gesagt, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und was ich dann auf meinen Recherchen zu den News entdeckt habe, ist tatsächlich etwas zu... Ich schalte hier mal wieder um und schalte das hier aus. Fenster, 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 wo bist du da? So, erstmal ganz kurz gucken. Bin ich überhaupt noch auf Kurs hier? Sieht gut aus, ne? Seid ihr da? Ja. Sehr gut. Wie weit haben wir denn noch? Ja, ist schon noch ein Stückchen. Passt schon, passt schon. So, pass auf, dann machen wir hier mal weiter im Text. Und zwar habe ich mir gedacht, als ich in den News gelesen habe, was ist denn eigentlich mit der Fokker F28? Die ist ja irgendwann mal im November released und ich habe eine News dazu gefunden, kurz als Hintergrund, ne, um euch mal abzuholen. Die Fokker F28 ist für ganz kurze Zeit im November einmal released für PC und für Xbox am InSim-Marktplatz. Und kurz darauf hat man die Xbox-Version wieder vom Marktplatz genommen, weil die Entwickler die Freigabe dafür eigentlich noch gar nicht erteilt hatten und ein kleiner Fehler entstanden ist vom Xbox-Team, vom Microsoft Flight Simulator-Team. Und man versehentlich nicht auf A, sondern auf B gedrückt hat, quasi, ja. Und beide released hat. Es gab sogar User, die sich die dann gekauft haben. Also diese noch mit Fehler behaftete Fokker F28. Und aber die natürlich jetzt haben, ja, und eben mit diesen Fehlern haben. Und dann gab es ein bisschen Verwirrung, weil der ein oder andere sich die eben auch holen wollte und erst dachte, die gibt's für Xbox, dann wurde sie aber wieder runtergenommen. Also die waren nur für ein ganz kurzes Zeitfenster auch auf dem Xbox-Marktplatz für Xbox erhältlich. Und da gibt es eine neue Entwicklung dahingehend, dass es jetzt auch schon Arbeiten an einer Fokker 70 und 100 gibt. Ungefähr 20 Sekunden. Ich zeige euch mal ganz kurz, da werden gerade Audioaufnahmen gemacht. Ja, da gibt es zwei Bilder dazu. Das ist quasi Bilder, im Real Life hier. Ne? Da stehen die Maschinen und da werden hier verschiedene empfindliche Mikrofone ausgerichtet, um die Sound Geschichten aufzunehmen, um die dann mit später zu implementieren. Das fand ich mal ganz interessant zu zeigen. Da gibt es noch ein zweites Bild mit dazu. Seht ihr auf der linken Seite, ne, stehen mehrere Mikrofone, die auf die Maschine ausgerichtet sind und verschiedenste Sounds eben aufnehmen, die dann später mit integriert werden. Und das betrifft die Vorbereitungen für die Fokker 70 und 100. Aber was ist denn mit der F28? Gibt es da vielleicht eine neue Entwicklung, gerade für Xbox? Der ein oder andere wartet ja da darauf. Und deswegen habe ich mir den Verlauf hier nochmal angeguckt. Erstmalig wurde also von Just Flight, das ist das Entwicklerteam, welches da dahinter steht, sich dazu geäußert, ob denn, weil das ist auf deren Support-Seite eben angefragt worden, wird die F28 Professional denn auch für Xbox kommen? Und das wurde hier ganz klar bejaht, dass man daran arbeitet. Und dann kam eben dieses Kuddelmuddel hier am 23. November letztes Jahr, wo sich der Entwickler dazu geäußert hat im offiziellen Forum der Microsoft Flight Simulator Community, dass es da scheinbar ein Versehen gab, die Maschine für den PC released werden sollte, aber es eben noch Optimierungsverbesserungen für die Xbox-Version gibt, insbesondere für die Series S, und deswegen gar nicht auf Xbox eigentlich erhältlich sein sollte. Und der Entwickler erst davon erfahren hat, als ihm plötzlich User angeschrieben hatten, hey, die funktioniert ja nicht, oder was ist denn da los? Wieso gibt es die jetzt nicht mehr? Und so weiter. Daraufhin hat dann
das Team rund um den Microsoft Flight Simulator wiederum Stellung bezogen und sich dazu geäußert und eben das Ganze bestätigt, dass das ein Fehler war, aufgrund eines Fehlers unsererseits, heißt es hier und so weiter, ja, versehentlich für kurze Zeit auch auf Xbox verfügbar ist, dass man die Maschine nutzen kann, aber sie eben noch fehlerhaft ist, sie nicht vernünftig funktioniert und man auch das Ganze natürlich zurückgeben kann, um sich sein Geld erstatten zu lassen. Es wurde aber nirgends darauf eingegangen, wie es denn jetzt damit weitergeht und wo denn jetzt der Stand ist. Jetzt sind wir Ende Januar 2024. Es gibt die Maschine nach wie vor noch nicht für die Xbox. Und jetzt habe ich hier einen aktuellen Eintrag in dem gleichen Bereich gefunden, wo eben ein weiterer User danach fragt, nach einem voraussichtlichen Erscheinungstermin und wiederum Mark von Just Flight darauf antwortet. Und das wollte ich euch einfach auch mal mit auf den Weg geben, dass die F28 nach wie vor, dass daran nach wie vor gearbeitet wird und dass sie irgendwann, es gibt noch keinen Termin, auch auf Xbox veröffentlicht wird, sobald sie eben bereit dazu sind. Ja, also wer auf der Suche nach der F28 auf Xbox ist, der wird irgendwann fündig. Sie werden natürlich auch, sobald eben die Veröffentlichung kommt, sich dazu entsprechend äußern und alles weitere dann mitteilen. Und ja, insofern können wir uns weiterhin auch auf Konsole, also auf Xbox, auf diese Maschine freuen, denn sie ist schon interessant, finde ich, für den einen oder anderen, der gerne mit Airlinern und so weiter unterwegs ist. Und ja, diesen aktuellen Stand wollte ich auch einfach mal mit auf den Weg geben, damit ihr wisst, was da Sache ist. Der ein oder andere liest jetzt vielleicht von der Fokker 70 und 100, dass die doch kommen soll und fragt sich, ja, was ist denn jetzt mit der F28? Die ist doch auch versprochen. Wieso arbeiten die jetzt an neuen Maschinen, wenn die alte noch nicht mal fertig ist, zumindest nicht für meine Plattform? Ja, das ist natürlich so, dass parallel Arbeiten stattfinden, schon an ganz vielen anderen Dingen, von denen wir wahrscheinlich noch gar nichts wissen. Ja, insofern ja, wird man dann sehen, was da Sache ist, sobald da was rauskommt. So, jetzt schaue ich mir mal hier ganz kurz die Flugroute an. Es geht jetzt raus aufs Meer. Wir sind an der Nordsee angekommen. Seid ihr da? Sieht gut aus. Jetzt müsste doch hier irgendwo dann gleich noch dieses Licht kommen. Keine Ahnung, ist das ein Leuchtturm oder was ist das? Ich habe gar nicht danach gegoogelt tatsächlich. Ich muss mal hier ein bisschen rauszoomen. Ja, hier ist der Point of Interest. Und dann sind wir auch schon bald da, ne? Hier ist unser Zielflughafen. Ja, kommen wir langsam in den Bereich rein. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, jetzt muss ich mal schauen. Pass mal auf. Das Ding heißt Mars Flagte Light. Spricht das bestimmt richtig aus. Ich bin mir 100% sicher. Aber da würde ich jetzt gerne mal gucken, was das denn überhaupt ist. Wupp, wupp, wupp. Ja, ein Leuchtturm. Bin ich mal gespannt, ob wir den jetzt gleich sehen. Ob der da vorne kommt. Bilder, mach mal auf. Weiß ich nicht. Pass mal auf. Kann ich das hier mit integrieren? Ich glaube schon. Fenster. Wupp. Wupp. Das ist er. So soll der gleich aussehen. Also ich sehe da vorne nichts. Den müssten wir doch schon irgendwie sehen, oder? Wir fliegen genau drauf zu. Weiß ich nicht. Wollen wir gleich wissen, ob das so funktioniert. Entweder wirkt er auf Bildern größer. Am Rotterdamer Hafen, ja, der Leuchtturm, genau. Das fackelt, schreibt Jörg. Das ist schon so. Naja, genau. Da müsste eigentlich... Oh, ich habe das
das Schiffe-Update, also das Schiffe-Add-on leider nicht installiert. Sonst würden hier wahrscheinlich jede Menge Schiffe auch umherfahren. Das könnte wohl leider zu machen. Brauchen wir mal die Ofenansicht. Vielleicht sehen wir dann hier mehr. Steht da irgendwo ein Leuchtturm? Ich sehe da nichts. Ein Haufen Schiffe. Sehr gut. So, der Martin schreibt noch was zum Update. Pass mal auf. Das Update zu MU2 muss ich noch testen. Die ATR fliege ich zurzeit nicht. Parallel 42 Campout hat auch ein neues Update bekommen. Sehr gut. Video ist bei mir schon hochgeladen. Sehr gut. Livery City Cash Cow des Microsoft Flight Simulator schreibt NC. Ja, ist tatsächlich so. United schreibt auch. Zu teuer. Mario, zu teuer. Ja. Vulkan ist schon gekauft. Hammergeiles Flugzeug, schreibt Blitz, sehr stark. Die Vulkan habe ich noch nicht, schreibt Enzi, steht aber auf der Wunschliste. Genauso wie die F-111. Jawohl. Just Flight kann man ohne Bedenken kaufen, an das Level müssen andere erstmal rankommen, schreibt Christian auch, ja. Okay. So, Moment, ich muss mal hier ganz kurz gucken. Ja, das ist das ganze Hafengebiet hier. Ach, warte mal, was ist denn das da vorne hier? Das soll er sein. Guck mal, da vorne kommt er. Puma ist schon da. Ja, das hatte ich jetzt irgendwie größer vermutet. Das sind ja die Windräder größer. Aber scheinbar passt das so. Mal mal ganz kurz hier die... VFR mit aus. Ja, fliegt genau drauf zu. Doch, er steht da. Zweite Reihe. Rückenkräne zum Slalom fliegen. Sehr klein, aber man sieht ihn, Patrick. Hier gibt es etliche Schiffe. Genau, Martin sieht ihn auch. Wird auch so dargestellt. Okay. Sehr, sehr gut. Ja, da ist er! Wir feiern einmal den Leuchtturm. Sehr gut. Der wirft sogar einen Doppelschatten. Guck mal. Er wirft sogar einen Doppelschatten. Jawohl. Sehr gut. Haben wir den auch mitgenommen, siehst du? So, jetzt pass auf, jetzt haben wir noch einen Nachtpunkt und dann geht's hier schon in den Endanflug. Wer möchte, kann noch ein bisschen Slalom, ne? Das wird herbig. Haki? Ja, Wind ohne Ende. 30 Knoten Rückenwind, also überhaupt ja, Windräder sind hier natürlich auch ein Thema. Länder. Ist ja klar. Enzi ist auch schon am Austesten hier. Und Wolle nimmt auch nochmal Maß. Sehr gut. Ich muss kurz die Steuerung neu einstellen bei Hans, okay. Okay, Martin landet wieder auf der 23. Natürlich Wind entsprechend angepasst. Macht absolut Sinn. Ja, das Addon ist leider nicht. Ich habe nicht dran gedacht. Ja, jede Menge Schiffe hier, ne? Ich glaub's. Das glaube ich sofort. Und das Addon ist tatsächlich auch eins, was ohne Probleme funktioniert hat bei mir, ne? Von Seafront Simulation, ne? Glaube ich, ist das doch. Wenn mich nicht alles täuscht hier. Ah, das ist ärgerlich. Da hast du völlig recht. Hätten wir jetzt hier schön Schiffe am Wasser. Sägt den Turm uns bloß nicht um. Nee, wir machen hier nur Holzarbeiten. So.
Schauen wir mal, sehen wir da vorne schon was? Ja, hier hat es doch mal ganz kurz so aufgeblinkt. Dachte ich, dass ich irgendwo eine Landebahn entdeckt hätte. Aber ja, lass mal noch ganz entspannt hinführen zum letzten Nachtpunkt. Und dann muss ich leider die Namensschilder auch schon wieder deaktivieren. Langsam war das sicher. Erstmal nehme ich noch ein Schlückchen hier. Ach du Schande. Schade, es ärgert mich jetzt fast ein bisschen hier, dass ich mein Schiffe-Addon nicht online habe. Ja, installiert habe. Aber gut. Ach, beim nächsten Mal. Das gibt was, ne? Mal gucken. Das gibt was, ne? Was die nächste Flugroute bringt. So, Enzi landet auch von der anderen Seite, ist sehr gut. So, jetzt können wir die mal wieder ein bisschen kleiner machen hier, beziehungsweise sowieso gleich aus. Letzter Wegpunkt in Sicht. VF35, jawohl, hau rein. Guck mal hier. Hier so, ne? Also ein bisschen mehr Gas. So, wir überfliegen jetzt auch Den Haag, ne? Also das sei nochmal an der Stelle erwähnt. Auch Teil des City Updates Nummer 5, also des aktuellen City Updates. So, und dementsprechend auch Teil der Verschönerungen. So möchte ich es mal nennen. So. Wobei Den Haag jetzt, ich weiß nicht, ist das so spektakulär? Ich bin ja die Flugroute schon, ich glaube, dreimal oder viermal geflogen. Ich glaube, dreimal. Weiß ich nicht. Ist halt ein kleines Städtchen hier, ne? Passt schon. Ja, moin, Harpe, was ist da los? Ich hab's verpasst. Nein, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt sind wir hier im Endanflug. Aber ärgere dich nicht. Das nächste Community-Event kommt bestimmt. Bis dahin kannst du das hier nachfliegen. Ich fliege jetzt voll nach... Und dann ist doch alles gut. Ja. Flugplan hat ein Vorhaltewinkel ohne Ende. Jetzt muss ich aber... Dann muss man halt mal eins auslassen. Ich bin nach Redding eingestellt, sonst gibt es da Probleme. Was willst du machen? Gräme dich nicht. So. Zeit zu landen. Der Kaffee wird aktiv. Redding. Sehr gut. Die Steuerung hat die Achsen getauscht? Einfach so? Wie kann das denn passieren? Das ist nicht lustig, ne? Das ist wirklich nicht lustig. Das kann schon mal ins Auge gehen. Mit dem Aerosoft Nordsee DLC hatte ich jetzt auch mindestens 50 Schiffe, schreibt Roy. Sehr gut. Da gab es auch was, ja. Patrick ist angekommen. Was ein Wind, ja. Und das beim 70. habe, ja. Ja, schade, was willst du machen? Es ist halt so. Es ist halt so. So, pass auf. Jetzt ist es hier auch gleich so, dass wir ankommen. Deswegen mal ganz kurz sortieren. Komm ich hier ein bisschen schräg rein, oder? Was ist denn hier los? Was ist denn das hier? Für eine Wegführung, bitte. Autopilot. Ich glaube, es hackt. Geschwindigkeit reduzieren. Ein bisschen nachjustieren. Umso mehr sehen wir von Den Haag. Im Anschluss gehen wir alle shoppen hier, ne? Weißt du Bescheid? Großraumtaxi ist bestellt. Stufe 1. Gear down. Blende liegt da ein. Das hier ausschalten. So. Einmal eingeschalten. Ja, und auch hier, also ich weiß nicht, wie Den Haag vorher aussah. Jetzt U-Turn, müsste eigentlich passen, von der Entfernung her. Aber es sieht gut aus, ne? Also keine Frage. Ich will das auch nicht schmälern. Flapstufe 2. Jetzt ruckelt es hier ein bisschen, aber alles gut bis jetzt. Es ist fliegbar. Landelicht nicht vergessen, ja genau, ist schon an. Danke, Noel. Die Stelle sieht aber witzig aus, ja, sieht gut gemacht.
So, jetzt fliegen wir da mal ganz entspannt ran. Ne? Gute Landung an der Stelle. Reichweite kommen, der Flugplatz. Jo. Genau, habe. Einfach nachfliegen. Kannst du nichts verkehrt machen. Ja, von den Hochhäusern und so weiter haben wir jetzt natürlich nicht viel mitbekommen. Also, ihr wollt nicht mit Flapstufe. Ist vielleicht dann doch mal noch ein Überflug mit wert. Voller Flapstufe landen. Weil das ist schon dann doch zu heftig. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich den Fallschirm ziehe. Ne? Ich kann ja hier. Ach nee, komm. Eine Fallschirmlandung hinlegen mit der Maschine. Aber nein, keine Experimente jetzt. Das ist heftig. Ich müsste eigentlich nur an dem Hebel hier ziehen, ne? Ich müsste eigentlich nur, aber nein. So, Anflug. Wir sammeln uns an Vorfeld Nummer 1 in etwa. Aber in der Regel sammeln wir uns dort, wo alle stehen, ne? Von daher passt schon. Also ich habe Zeit runterzugehen, so viel Gegenwind, dass ich kaum von der Stelle komme. Das ist auch ein bisschen irreführend beim Anflug, weil die Startbahn nicht näher kommt. Ich denke doch, ich gehe doch runter, aber die Startbahn kommt nicht näher. Muss ich leider wieder deaktivieren. Machen wir aber gleich wieder an. Unten! Moment, wer war das denn? War's John? Alter! Die Runway hat gar kein Centerline. Achtung Leute, komm mal entgegen. Konzentration bitte. Andy, ich komme. Ah, ich habe schon mal aufgesetzt, Katze. Ja, das war nicht so ganz einfach. Flaps ab. Und roll weg von der Strecke. Und damit herzlich willkommen am Airport, am Militär-Airport in Falkenburg. Höhe Den Haag am EHVB. Das sieht gut aus. Seid ihr alle da? Oh, ich muss bei Patrick halten hier. Ich muss bei Patrick halten. Bei denen gibt es immer gutes Essen. Mir denn der Vision Chat nicht dargestellt? Ist ja schon wieder allerhand. Das ist ja schon wieder allerhand hier. Ja, so, einmal sammeln. Ihr macht aber auch einen Lärm hier. Meine Güte! Ui, wer ist da noch durchgeflitzt? So, pass auf, ich muss mal die Chocks hier setzen, weil sonst nicht, dass ich noch wegroll. So, wupp. Sehr schön. So, wer kommt da alles noch rein?
Kackis unterwegs. Der Urknall kommt. Sehr gut. Ich gehe schon mal in die Drohnenansicht, damit ich ein bisschen mehr sehe. Sehr gut. Ja, das ist hier hinten, ne? Vorfeld irgendwie, oder? Ja, ja, das ist eigentlich da hinten. Kommt ihr noch rüber, bitte? Das war ein bisschen irreführend, ne? Sorry dafür. Vorfeld 1 ist dort hinten natürlich irgendwo, nicht hier neben der Landebahn, ist ja klar, ne? Normalerweise hätten wir hier rausrollen müssen und dann hier schön entlang und uns dort hinten sammeln. Aber hier ist doch auch ganz kuschelig, komm. Und hier sind schon so viele, komm, wir bleiben einfach mal hier. Also würde ich mal so sagen. So, kommt der ein oder andere hier von der anderen Seite rein? Oder seid ihr schon da? Enzi ist da? Martin wahrscheinlich auch, oder? Ich sehe leider den Namen nicht. Ich finde ihn gerade nicht. Ich Doch, da steht er. Genau. Sehr gut. Sieht danach aus, als wären alle da. So, pass auf. Jetzt machen wir hier mal einen Screenshot. Den machen wir einfach mal so hier. Einen. Oh ja, noch ein bisschen versetzen. Sehr gut. Hier noch mal ein und dann, oh, da sind noch mal welche aufgeploppt. Moment, so jetzt, das passt gut dort hinten. Das ist alles hier, ne? Nicht Teil unserer Gemeinschaft, glaube ich, aber macht ja nichts. Die sehen wir jetzt hier natürlich. Hier ist auch reges Treiben um den Airport herum. So sieht doch auch ganz cool aus, oder? Noch mal von der Seite. Sehr stark. So, pass auf, jetzt. Bevor wir hier, ne? Es gibt ja noch die Möglichkeit hier, ne, auf einen Steam Key, auf ein Game. Und das möchte ich euch gerade zeigen. Die Einstellung lasse ich hier mal so, damit wir uns hier noch ein bisschen sehen. Das Flugzeug stelle ich jetzt hier noch nicht ab. Denn, und dazu mache ich jetzt hier nochmal mein Fenster hier auf, dann kann ich euch was zeigen. Und zwar geht es um folgenden Titel. Der liebe DK hat mir wieder einen Key für Steam zur Verfügung gestellt. Ein Simulationsgame, wo ihr etwas aufbauen könnt. DK, vielen Dank dafür, falls du dir das im Nachgang reinziehst. Ist natürlich etwas, was jetzt auf Xbox nicht funktioniert. Das geht halt einfach damit einher, weil es ein Steam-Key ist, ne? Also ja, das immer im Hinterkopf behalten. Also das spricht jetzt nur diejenigen an, die auf dem PC unterwegs sind. Und jetzt blenden wir das hier mal ein. Moment. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Passt. So, und zwar geht es um den Titel Two Point Campus. Ich weiß nicht, wer den Titel kennt. Es geht darum, eine Universität aufzubauen. Eine etwas andere Simulation heißt es hier. Ja klar, natürlich, ne? Von den Machern von Two Point Hospital. Der Entwickler Two Point Studios. Publisher ist Sega. Und der Titel hat einen Preis von, ich meine, 29,99 €. Also ist schon ein ordentlicher, ne, Preis, die da auch aufrufen. Insofern ist das vielleicht für den einen oder anderen interessant. Es geht darum, eine Universität aufzubauen. Dafür gibt es jetzt einen Key für den PC. Ja, ich weiß nicht, gibt es hier noch ein paar andere Bilder dazu oder was? Also es schneidet auch hier überall sehr gut ab, ne? In den Bewertungen der einschlägigen Fachpresse, in Anführungsstrichen. Weiß ich nicht, da sind Namen dabei. Ich will es an meine Bilder haben. Okay. Ja. Systemvoraussetzungen und so weiter, ne, sind vielleicht auch interessant, aber das sollte jetzt bei so einem Titel, wenn ihr mit dem Microsoft Flight Sim auf dem PC unterwegs seid, dann kann der PC vermutlich auch Two Point Campus. Ja. Da gehen wir jetzt einfach mal von aus. So. Und diesen Key, den schmeiße ich jetzt hier einfach in den Ring. Und derjenige, der am schnellsten ist, der profitiert dann entsprechend davon und kann sich das Ganze auf Steam aktivieren. Kleiner Tipp, kopiert den einfach raus und bei euch in die in Steam rein, in den entsprechenden Abruf. So, Copy habe ich schon mal gedrückt hier. Jetzt muss ich in meinen eigenen Chat rein. Pass mal auf, Moment.
Wo ist er denn? Da ist er ja. Da. Copy? Okay. Ich frage jetzt nicht ab, ob ihr bereit seid. Ne? Ich klicke den jetzt hier einfach rein in den Chat. Ihr könnt euch den rauskopieren, derjenige, der Interesse hat, und bei euch auf Steam aktivieren. Und derjenige, der am schnellsten ist, kann sich über Two Point Campus freuen. So, bitteschön. Ab geht's. Da ist er. Gerne Feedback, wer sich dann abschließend geholt hat. Und ja, dann sind wir angekommen hier in Den Haag, also nahe Den Haag. Ne? Und der Airport ist ja in Falkenburg, Militärflugplatz. Wir sind in Brüssel gestartet, Zwischenlandung in Wünstrecht, über Den Haag hinweg nach Falkenburg. Und es war wieder ein Träumchen. Ich sag's euch, wie es ist, es hat wieder mega Spaß gemacht. Vielen Dank an alle schon mal an dieser Stelle fürs Mitfliegen. Ich gucke natürlich gleich rein zu euch in den Chat und dann machen wir nochmal eine kurze Runde. Und dann gucke ich mal rein, was ihr noch so schreibt. Ich hoffe, ihr seid alle gut gelandet hier. Oh, Werni schreibt schon, ich bin raus. Alles klar. Werni, dankeschön fürs Mitfliegen. Bis demnächst. Hau rein. So, pass auf, ich wollte hier ganz kurz mal in das Cockpit. Um. So. Halt, ausblenden. Zack. Und dann schalten wir einfach mal ganz frech den Treibstoff ab. So. Ausgerattert. So, ich gehe jetzt auch. Der eine oder andere steht noch da. Ich gehe jetzt natürlich ins Hauptmenü zurück. Vielen Dank schon mal allgemein fürs Mitfliegen an dieser Stelle. Das VOD zu diesem Livestream wird morgen dann online gehen, denn YouTube braucht immer ein bisschen. Ne? Ich gehe ja da auf eine relativ hohe Auflösung mit 1440 und deswegen dauert die Verarbeitung immer bei mir etwas länger. Dieser insgesamt, jetzt sind es dann doch schon über 2,5 Stunden hier wieder. Und dementsprechend lang dauert dann die Verarbeitung. Deswegen kommt der Livestream immer als VOD dann in der Regel erst am Folgetag. Morgen auch wieder am Arbeiten, deswegen erst am Abend wieder entsprechend am Finalisieren. Und online stellen. Also morgen Abend könnt ihr damit rechnen, dass dieser Livestream online geht. Wenn ihr da irgendwie noch was ergänzend dazu beitragen wollt, über die Kommentare oder so, jederzeit gerne. So, pass auf, dann drücke ich hier eigentlich nur noch die Batterie. Und dann müsste ich hier eigentlich, genau, mit einer Stunde 32, genau so war es in etwa geplant und genau so kam es jetzt auch. Flugzeit, ich gehe einmal zurück ins Hauptmenü. Performance-technisch hat das jetzt bei mir tatsächlich wirklich wieder recht gut geklappt heute. Ich hatte ein paar Ruckler und so weiter, aber das war halt über Brüssel tatsächlich, glaube ich, überall so. Und, aber im Grunde war das sehr, sehr geschmeidig heute, der ganze Flug. Und ohne weitere Zwischenfälle, was die Performance angeht. Und das freut mich dann doch immer, ne? Wenn es dann wirklich so gut läuft. Ich schalte hier mal auf den Chatting-Bildschirm um. So. Genau, der Chat ist auch mit dabei. Der ist aktuell, das passt auch. Schön. Und dann machen wir hier mal ein bisschen andere Musik an, ne? Weil die aus dem Hauptmenü kennt doch mittlerweile auch schon jeder. Einfach ein bisschen, um Abwechslung reinzubekommen, ne? Da! War hier noch was? Nein, das blieb ruhig. Auf dem Discord hat auch alles soweit geklappt. Sehr schön. Ja, dann allgemein, vielen Dank für den heutigen Flug. Der nächste wird in circa 14 Tagen stattfinden. Das sei an der Stelle schon mal erwähnt. Wo es hingeht, wird natürlich noch nicht verraten. Aber eins steht fest, es geht nicht von hier wieder weg oder so, ne? Also das findet jetzt nicht mehr zusammenhängend statt. Das wird natürlich immer entsprechend angekündigt und so weiter. Und dementsprechend sind wir das nächste Mal wieder, ich weiß noch nicht wo, unterwegs, ja? Kommt natürlich eine entsprechende Info zeitnah. Patrick, dankeschön! Teil des Supporters Club seit 15 Monaten. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Wir sollten mehr in Europa unterwegs sein. Danke an Jana TV und der Community. Servus, ciao und pfiat's euch! Alter, hau rein, dankeschön fürs Mitfliegen. Lieber Patrick, einen schönen Sonntag, einen schönen Restsonntag und gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Dankeschön, für 15 Monate, Wahnsinn. So, sehr schön. Ein bisschen leiser hier, ist doch ein bisschen laut, ne? So, jetzt. Okay, dann lesen wir hier mal rein.
Was geht bei euch noch ein bisschen ab? Der Dennis schreibt, danke Andi, war ein super Flug, freue mich immer, wenn ich dabei sein kann. Sehr schön, Dennis. Danke fürs Mitfliegen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Dennis. United 96 schreibt, danke für die schönen, für den schönen Flug. Danke für den schönen Flug, Andi. Bin nächstes Mal nicht vertreten. Bleibt alle zusammen gesund und bis bald. United 96, gerne bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein. Ciao, ciao. Alles Gute auch für dich. Bleib gesund, so sieht's aus. Geh dann mal zum Bäcker. Kuchen kaufen. Klingt nach einer Mission. Martin. Zieh dich warm an. Es ist kalt. Martin, danke fürs Mitfliegen. Wieder mal ein schöner Flug. Vielen Dank, schreibt LA. Dankeschön, ebenso. Dankeschön fürs Mitfliegen. Bei mir mit Schnecken-Internet und Xbox alles flüssig gewesen. Schönen Sonntag noch. Cat Dad, dankeschön fürs Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dann sehen wir mal das Ganze. John HD, tschüssi, hau rein. Heute. Das war klasse. Danke, Andi, war wieder ein toller Flug. Also, ich verabschiede mich auch. Sehr schön, Sweetie, dankeschön. Tschüss dann. Tschö, alle, war klasse. Nico, dankeschön.